Ja, ich versuche mich gar nicht in der österreichischen Mundart, sondern sage Moin Moin, ich komme aus Hamburg und bin hier, um Ihnen den Vortrag zu präsentieren, nachdem irgendwie nichts mehr ist wie vorher. Für Sie werden entweder rausgehen und verstört sein und sagen, das geht gar nicht, das kann man nicht, das wollen wir nicht, so kann man nicht entwickeln, was soll denn das eigentlich? Oder Sie werden rausgehen und sagen, das ist geil, das muss ich eigentlich gleich ausprobieren. Irgendwie, das könnte die Lösung all unserer Probleme sein, inklusive Welthunger. Da möchte ich zur Vorsicht raten, vielleicht ist es dann doch nicht so viel, obwohl ich warte noch auf UPS mit der Musterlösung, die muss heute Abend noch eintreffen, die Sie aller Ihrer Probleme enthebt. Ich hoffe, UPS schafft es noch, ansonsten müssen Sie dann doch wieder selber ran. Ich möchte aber trotzdem einen kleinen Einblick geben in eine Idee, die in den letzten anderthalb Jahren so bei mir gewachsen ist, wie wir Software, sowas online auch angekündigt, wie wir Software so ähnlich bauen können wie Lego-Häuser. So haben wir alle mit gearbeitet, als sie noch kleiner waren. Oder vielleicht mit Playmobil oder mit so einem Stabilbaukasten. Aber ist letztendlich egal. Nehmen wir mal das sprichwörtliche Lego. Warum ist das schwieriger, Software zu bauen, als wie mit Lego-Steinen zu spielen? Ja, weil das komplizierter ist, was wir aus Software bauen. Ja, ist schon klar. Aber warum passen diese Software-Teile nicht so zusammen wie Lego-Bausteine? Geht das nicht? Doch, das geht, glaube ich, das werden wir sehen. Zur Einstimmung für Sie. Nicht nur, dass es der Vortrag ist, der Sie verstören wird, es ist auch der Vortrag, der Sie mitnehmen wird. Denn ich habe Ihnen austeilen lassen, eine kleine Aufgabe zum Warmwerden. Da haben Sie sich schon vorne an den Tischen mit beschäftigt, so soll es auch sein. Diese Aufgabe wird sich durch den Abend ziehen. Schauen Sie noch einmal drauf, weil jetzt kommt gleich ein Gewinner auf die Bühne und darf diese Aufgabe vor Ihren Augen aus dem Stand realisieren. Jeder beschäftigt sich besser nochmal damit. Die Lostrommelfee kann dann auch nach vorne kommen, weil wir haben von allen den Namen gespeichert auf kleinen Zettel. Man kann das durchwühlen, dann ein glücklicher Gewinner gezogen, der das am Flipchart vorne vorführen darf oder mit Visual Studio oder der Entwicklungsumgebung seiner Wahl. Gut, nach einem kleinen Moment der Spannung, ich meine das wirklich ernst. Das ist eine kleine Aufgabe. Ich kann Ihnen keine Warenwirtschaft vorlegen oder was auch immer, eine Atomkraftwerkssteuerung. Nee, das ist auch nicht mehr so richtig zeitgemäß. Eine Kohlekraftwerkssteuerung vielleicht oder Windkraftwerkssteuerung, Windanlagensteuerung. Das ist eine kleine Aufgabe als Beispiel, aber ich kann Ihnen versichern, die funktioniert. Wenn ich die einem Team von 5 Leuten vorlege, für eine sogenannte Teamstatuserhebung, gibt es immer 2 Stunden super Spaß, bis die fertig sind oder auch nicht. Der Manager schüttelt gewöhnlich den Kopf, läuft raus, sagt, das kann überhaupt nicht sein. Die selber sind auch nicht sehr glücklich darüber, was passiert. Ich kann sagen, das ist sehr real, wenn Sie die Aufgabe angucken und versuchen, einfach mal für sich zu lösen. Und ich stelle eher die rhetorische Frage, ja, wie würden Sie denn das angehen? Wie würden Sie so eine kleine Aufgabe angehen? Das ist die erste Frage. Wer springt auf und würde sagen, ich glaube, wir müssen ein UML-Diagramm malen. Keiner. Das ist das beste Ergebnis seit langem. Ja, die korrekte Antwort. UML hilft ja nicht. Oder doch. Es gibt natürlich Leute, die das behaupten, dass UML da hilft. Ich würde eher sagen, das richtet Schaden an. Deswegen sehen wir uns gleich was anderes an. Zweite Frage. Wenn ich jetzt nicht einen angucke und sage, zack, machen Sie das doch bitte. Sondern ich gucke 5 an. 5 beliebige Teilnehmer, die heute Abend hier sitzen. Und die 5 kommen nach vorne, denen gebe ich diesen Zettel. Wie gut würde das funktionieren, dass die 5 diese Aufgabe einfach in 2 Stunden lösen? Eine Vorstellung dafür, davon? Ich habe heute Morgen schon beim Arbeitskreis die Frage gestellt, wie gut würden 5 Leute aus dem Bereich Medizin, sagen wir mal ein Chirurg, ein Anästhesist und 3, 4 Krankenschwestern oder Brüder, die man so zusammenholt in einem Operationssaal, wie gut würden die, auch wenn sie vorher noch nicht zusammengearbeitet haben, eine Operation, sagen wir mal Bilro 2, eine Magenoperation, durchführen können? Also vorausgesetzt, der Chirurg weiß, was Bilro 2 ist. Würden die das schaffen? Würden die gut zusammenarbeiten oder wird das eher nicht klappen? Wer ist dafür, dass das relativ gut klappt? Ich würde sagen, das ist ein Stückchen mehr als die Mehrheit. Die anderen hätten sich auch melden können, das klappt sehr gut, das ist nämlich der Normalfall. Die, die im Krankenhaus da zusammenarbeiten, kennen sich aus einer Teamarbeit überhaupt gar nicht unbedingt, sondern das ist immer wieder neu. Und wenn es nur einer neu ist oder 2 neu sind, also dass da eingeschworene Teams einfach von Operation zu Operation schweben, ist eher nicht der Fall. Wie gut eine Flugzeugcrew, da Pilot, Co-Pilot, früher war noch so ein Techniker dabei, Bordmechaniker und dann gibt es einen Börser und noch 2, 3 Leute da in der Kabine.
wenn die sich morgens das erste Mal treffen für so einen Flug nach Tokio, wie gut kriegen die das hin, dass alle da hinkommen? Mal eine Meinung, kriegen die das gut hin? Ja, die kriegen das sehr gut hin. Das ist auch der Normalfall. Wie gut kriegen 5 Softwareentwickler, die sich nicht kennen, einfach zusammengeschmissen werden für die Aufgabe? Wie kriegen die das hin? Kriegen die das gut hin? Ja. Auch die richtige Antwort? Nein, das kriegen die nicht gut hin. Darum geht's. Dass sie es besser hinkriegen. Was ist das Problem? Warum kriegen die das nicht gut hin? Weil die sich nicht kennen und nicht wissen, ob sie alle Lust auf Fußball haben? Das ist eine rhetorische Frage bei der Größe der Gruppe. Wenn wir ins Diskutieren kommen, dann gibt es wirklich keine Führung mehr. Also, die kriegen das nicht gut hin, weil sie keine Einheitlichkeit haben in ihren Vorstellungen, wie man an Softwareentwicklung rangeht. Der eine hätte vielleicht gesagt, Leute, wir müssen dringend jetzt ein Klassendiagramm malen. Der nächste hätte gesagt, nein, wir müssen dringend ein Sequenzdiagramm malen. Der nächste hätte gesagt, na, wir müssen überhaupt erstmal genauer auf die Aufgabenstellung gucken. Und der übernächste hätte schon die Entwicklungsumgebung aufgeklappt und mit TDD das Design vorangetrieben. So verschieden sind die Vorstellungen davon. Und das kann auch irgendwie nicht sein. Und deswegen möchte ich Ihnen einen anderen Ansatz präsentieren. Einfach mal als Vorschlag heute Abend, so einen Impuls in Sie rein. Bewusstseinserweiterung können Sie mit nach Hause nehmen und einfach mal wirken lassen, so in der nächsten Zeit. Einen Vorschlag, wie wir diese Aufgabe angehen können. Also können Sie wieder hinlegen, niemand kommt nach vorne und wird das hier lösen müssen, einsam vor allen anderen. Sondern ich habe Ihnen die Aufgabe auch hier mitgebracht. That's the challenge. Die Herausforderung, wie lösen wir das? Wie gehen wir das an? Und ich schlage vor, wir verstehen erstmal die Aufgabe, natürlich, aber das ist ja ganz einfach. CSV-Viewer, ich möchte ein Konsolenprogramm öffnen, zack, mit so einem Dateinamen dahinter. Hier ist es grob angerissen, soll CSV-Viewer-Exe mit irgendeinem Dateinamen gestartet werden und dann sehe ich halt meine CSV-Datei und kann da drin rumblättern. Das kann doch nicht so schwer sein. Also die Anforderung ist, glaube ich, relativ simpel. Steht auch ein bisschen mehr Text noch. Okay. Und jetzt die Frage. Das ist ja eine kleine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe in der Größe einer User Story oder sowas. Wenn Sie ein bisschen agil arbeiten, bei Scrum steht so etwas. Oh, Laserpointer. Super. Dankeschön. Wenn Sie ein bisschen agil arbeiten, dann werden Sie User Stories kennen. Da beschreibt so einer, was er gerne hätte, wie er mit der Software so arbeitet. Und daraus extrahiert man dann womöglich Features. Aber am Anfang eines Sprints, so einer Iteration, steht eine ganze User Story. Und am Ende, vielleicht nach einer Woche oder zwei, soll die ganze User Story realisiert sein. Das Ding hier ist nicht groß. Sollten wir das also ganz angehen? Das ist hier die Frage. Nein, 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 nie, nie ganz angehen. Also weder die User Story, die Sie in Ihrem realen Unternehmen bekommen, in Ihrem realen Projekt, noch dies hier. Das ist zu groß. Wir tendieren als Softwareentwickler dazu, uns zu viel reinzustopfen, zu viel aufzuladen, zu viel auf einmal lösen zu wollen, den Kunden ganz schnell ganz zufriedenzustellen. Tun wir es nicht. Denn wer weiß, ob wir ihn richtig verstanden haben, ob wir das hier alles richtig verstehen, keine Ahnung. Wer ist derjenige, der uns sagen kann, ob wir das richtig verstanden haben und wann ist das? Das ist jetzt eine Frage ans Publikum. Wer ist das? Wer kann uns sagen, ob wir das richtig verstanden haben? Wer weiß es? Nein, keiner weiß es? Einer weiß es. Komm. Das hat niemand verstanden. Das hat niemand verstanden. Meine Frage nicht. Wer kann uns sagen, ob wir diese Aufgabenstellung richtig verstanden haben? Der Aufgabensteller. Okay, könnte man denken. Aber wer ist noch wichtiger als der Aufgabensteller? Bitte? Der Anwender. Der Anwender, ganz genau. Es gibt nur einen ultimativen Test-Framework, der uns sagen kann, ob wir das richtig gemacht haben, das ist der Anwender. Alles andere ist völlig eitel, ob wir Akzeptanztests machen, ob wir Unit-Tests machen, ist alles völlig egal. Nur der Anwender ganz am Ende kann uns sagen, das, was ich hier sehe, erkenne ich an, als das dient mir. Es erfüllt für mich einen Nutzen. Super. Das heißt, wir müssen ganz schnell versuchen, das, was wir hier glauben zu verstehen, auf die Straße zum Anwender zu kriegen. Und das geht in noch kleineren Schritten oder Häppchen oder Scheiben, als wir sich das vorstellen. Denken Sie hauchdünn geschnittenes Anforderungs-Carpaccio oder so. Ganz fein geschnitten. Und das nenne ich Spinning, wenn wir nämlich
ganz, ganz, ganz schnell ganz feine Scheiben aus so einem riesen Anforderungshaufen abschneiden. Dann drehen wir uns so schnell, dass das wie beim Spinning beim Sport ist. Und wir sagen jetzt schon vorab, wir wollen das uns heute Abend nicht weiter thematisieren, jede Anwendung, die Sie schreiben, jede, behaupte ich einfach mal, hier vorne stehen kann ich immer so schön viel behaupten, jede Anwendung, die Sie schreiben, können Sie so fein schneiden in den Anforderungen, dass Sie jeden Tag Nutzen auf die Straße bringen. Jeden Tag, jedes Team, jeden Tag. Am Abend nach Hause gehen und sagen, ach, ich habe gut was geschafft. Ich habe heute dem Anwender wieder Nutzen gegeben. Das ist gut. Ich fühle mich gut dabei. Ob wir das morgen testen, ist eine zweite Frage. Können wir andermal diskutieren. Aber ich kann Ihnen nur sagen, tun Sie das. Es hat ganz viele positive Effekte. Ein Effekt ist, Sie kriegen ein schnelles Feedback. Zweiter Effekt ist, Sie sind abends zufrieden. Dritter Effekt ist, Sie machen Druck auf die Evolvierbarkeit Ihrer Software. Sie machen Druck darauf, dass die flexibel bleibt. Dass sie nicht in die Unwartbarkeit schlittern. Darum geht es mir am meisten heute Abend. Okay, also wir starten das Spinning. Ganz schnell drehen. Was kommt dabei raus? Was ist das Erste, was wir umsetzen von dieser Aufgabe? Das ist das, was ich hier markiert habe. Erstens, wir sagen, aha, irgendwie sollen Files auf der Konsole dargestellt werden oder Dateiinhalte sollen auf der Konsole dargestellt werden. Zweitens, hier irgendwie wird das Programm aufgerufen mit so einer Kommandozeile, wo da der Programmname ist und da die Datei, die angezeigt werden soll. Und drittens, es handelt sich um UTF-8-Dateien. Das ist das, die hauchdünne Anforderungsscheibe, die wir als erstes rausschneiden und dem Kunden geben. Wir realisieren nur das und nicht als Prototyp, sondern als Produktionscode. Okay, das ist jetzt nur eine Verkleinerung der Anforderungen. Wer traut sich zu, das jetzt sofort umzusetzen? Einfach so. Wie kommen wir von dieser feinen Anforderungsscheibe hin zu Code? Das ist unser Job. Als Softwareentwickler ist das ultimativ das, was wir tun sollen. Wunsch, Anforderung irgendwie transformieren in Code, lauffähigen Produktionscode für den Anwender. Wie machen wir das? Was ist der Ansatz? Gibt es einen Ansatz? Gibt es so viele, wie Leute hier sind? Wahrscheinlich letzteres. File einlesen. Bitte? File einlesen. Was? File einlesen, genau. Jetzt können wir aufstehen und Code ranschreiben. Und da sage ich, tun Sie es nicht. Das Allerschlimmste, was Sie tun können, ist Code produzieren. Ja, genau. Das meine ich so. Der beste Code ist der Code, den wir nicht schreiben. Der beste Code ist der Code, den wir nicht refaktorisieren müssen, weil wir nicht geschrieben haben. Refaktorisierung ist keine Tugend. Den Begriff haben Sie alle schon gehört. Irgendwann wird es ganz schwierig, den Code zu verändern. Dann müssen wir refaktorisieren, dann wird es wieder ein bisschen leichter für eine gewisse Zeit. Das ist so, wie man wiegt schon 250 Kilo, dann nehmen wir mal 15 Kilo ab, dann wird es wieder ein bisschen leichter, aber dann können wir auch wieder essen. Refaktorisierung ist keine Tugend. Wir wollen nicht refaktorisieren. Wann immer wir aber Code drauf losschreiben, pinseln wir uns in eine Richtung, in der wir ganz schnell refaktorisieren müssen. Und zwar, um überhaupt mal wieder klar zu sehen. Also wir sollten nicht einfach losschreiben. Ich empfehle Ihnen Folgendes. Schreiben Sie keinen Code, sondern überlegen Sie, wie kann das hier in kleinen Schritten bearbeitet werden. Ich will jetzt nicht den Begriff Algorithmus bemühen. Aber wie können Sie aus einem Dateinamen auf der Kommandozeile eine Anzeige des Dateiinhalts auf dem Bildschirm produzieren? Ja, ich meine Produktion. Herstellen. Input, Output. Haben wir alle gelernt. Die Softwareentwicklung ist essentiell weiblich. EVA, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Wie kann das funktionieren? Jetzt benutze ich hier mal unsere wunderbare Technik. So sieht es doch aus. Wir haben hier, nennen wir es mal Dateiname. Das können Sie morgen schon nicht mehr lesen, vielleicht auch heute nicht mehr. Und hier hinten haben wir Ausgabe. Anzeige. Dateiname geht rein, hier, tja, Produktion, Ausgabe. So sieht die Software aus. Der Dateiname kommt von der Kommandozeile, dann wird irgendetwas gemacht und am Ende steht auf der Konsole eine Ausgabe. Wer hätte so über die Software nachgedacht? Einer.
Vielen Dank, Sie bekommen nachher einen besonderen Preis. Einer nur. Alle anderen hätten eine lange, lange Zeit darüber nachgedacht, gibt es vielleicht eine CSV-Record-Klasse zum Beispiel? Oder sollten wir MVC in Anschlag bringen? Oder MVP oder MVVN? Vielleicht hätten Sie auch darüber nachgedacht, welchen Persistenz-Framework Sie einsetzen. Ich weiß jetzt nicht wofür, aber wäre doch mal eine Frage wert gewesen. Nein, es ist ganz einfach. Sie können jedes Feature so angehen. Denn ein Feature, das war eine Definition mal, innerhalb einer User Story gibt es ein Feature. Ein Feature ist irgendetwas, was mit einer Interaktion beginnt. Da drückt einer einen Knopf oder startet einer ein Programm oder schreit einer das Programm an oder was auch immer und dann schreckt es auf, tut irgendetwas und produziert einen Output oder einen Seiteneffekt. Und ein Seiteneffekt kann ja beides sein. Darauf müssen wir essentiell zurückkommen. Neulich hat einer gefragt, heute sind die Programme ja aber gar keine Batch-Programme mehr. Doch. Also wenn Sie irgendwie, das heißt auch eine Textverarbeitung schreiben. Eine Textverarbeitung ist einfach nur ein Konglomerat von Batch-Verarbeitungsprozessen. Und jeder dieser Batch-Verarbeitungsprozesse wird angestoßen durch irgendeine User-Interaktion. Knopf drücken, Maus wedeln, Finger-Gestures, irgend so etwas, völlig egal. Und dann läuft so ein Batch ab. Und dann endet dieser Batch irgendwo vielleicht wieder am Bildschirm, weil da was ausgegeben wird oder in der Datei oder was auch immer. Gut, also das ganz Einfache, was wir jetzt wollen, wir sagen, gut, diese ganze Anwendung, diesen ganzen CSV-View da mit all diesen komplizierten Sachen wie, das soll als Tabelle angezeigt werden, dann soll man da durchsteppen können, vor- und zurückwärtsblättern. Wir reduzieren das alles auf nur eine mini feine Anforderung, das ist, wir wollen diese CSV-Datei öffnen und komplett anzeigen. Fertig. Das alles. Das ist der erste Schritt. Und der ist sinnvoll, weil der Kunde kann uns sofort sagen, ob wir das gut gemacht haben. Der kann nämlich sehen, ob wir zum Beispiel nicht überlesen haben, dass das UTF-8-Dateien sein müssen, also UTF-8-encoded. Wenn da also Umlaute drin stehen und da steht Murks auf dem Bildschirm, kann er sofort sagen, aha, ich habe wohl nicht genau gelesen. Er könnte auch sagen, ich merke gerade, so möchte ich gar nicht mit dem Programm interagieren. Nee, ich möchte nicht, dass es auf der Kommandozeile eingegeben wird, das ist ja doch viel zu umständlich. Ich möchte doch lieber, weiß ich nicht, ein grafisches User-Interface. Er kann schon dann eine Menge Feedback geben. Und genau darauf wollen wir hinaus. Wir wollen jeden Tag Feedback haben. Ganz schnell wollen wir Feedback haben. Haben wir das richtig verstanden? Von dir, lieber Anwender. Deswegen nehmen wir eine ganz feine Scheibe. Wir wollen nur einen Dateinamen reingeben. Und wir wollen eine Ausgabe, eine Anzeige der ganzen Datei. Und das wird getan von solch einer Produktionseinheit. Und jetzt und nun, was dann? Sind wir jetzt schlauer? Was ist das im Code? Wie übersetzen wir diesen Kuller, wie übersetzen wir diese Pfeile in Code? Wenn ich Ihnen jetzt ein Klassendiagramm gezeichnet hätte, wüssten Sie sofort, was Sie machen müssen. Ist schon klar. Nee, zeige ich Ihnen aber nicht. Klassendiagramm hätten Sie nicht gesehen, was funktioniert, wie es funktioniert. Mir geht es darum, dass wir sehen, was passiert eigentlich? Wie läuft das ab? Ich zeige Ihnen meinen Vorschlag. Das sieht so aus. Wir teilen diese eine Produktionseinheit, das große Ganze, vorne einen Dateinamen rein, hinten irgendwie eine Anzeige aus, so auf. In vier Schritte. Das mindestens die rechten drei sind intuitiv verständlich. Erster Schritt ist, wir kriegen den Dateinamen von irgendwo her, das wollen wir aber kapseln. Heute kommt er von einer Kommandozeile, morgen kommt er von irgendwo anders her. Das sollte also irgendwie eingefasst werden, denn das kann sich ja ändern, ohne dass sich der Rest ändert. Nachdem wir den Dateinamen herausgefunden haben, wollen wir die Datei einlesen. Ist ja klar. Und was tun wir mit dem zweiten Schritt? Read lines from file. Das ist vielleicht nur eine Zeile Code, ist aber Wurst. Indem ich Ihnen das so hinschreibe, haben Sie sofort ein Verständnis dafür, so läuft das Programm ab. Und darum geht es doch. Wenn jetzt ein neuer Kollege reinkommt, hat noch nie mit Ihnen gearbeitet und Sie wollen ihn in die Codebasis einarbeiten, wollen Sie auf den 100.000 Zeilen Code schmeißen, aus dem er sich sein eigenes mentales Modell von der Funktionalität zusammentischlert? Nein. Sie wollen ihm so etwas zeigen. Sie sollen sagen, okay, wir nehmen uns jetzt einfach mal ein Feature raus, dann erklären wir dir, wie unsere Software funktioniert. Das geht los mit Kommandozeile wird gepasst, dann zack, weil wir wollen ihm nur ganz wenig anzeigen, wird die ganze Datei eingelesen und dann machen wir etwas mit der ganzen Datei, dann zeigen wir sie nämlich einfach an Display Lines. Fertig. Das ist unser erstes Feature, mit dem legen wir heute mal los. Und dieses Run ganz links, das ist eine Konvention,
in dieser Notation, das Ganze heißt Flow Design, da geht's los. Werden wir nachher im Code sehen, ist ein definierter Anfangspunkt. Später gibt es davon noch mehr. Okay, Run schmeißt auf Pass Command Line die Argumente der Kommandozeile. Damit wird sie Pass Command Line nicht wirklich befassen. Dann holt Pass Command Line den Filenamen aus dieser Kommandozeile irgendwie raus. Readlines oder Readlines from File liest die ganze Datei ein und gibt alle Dateizeilen weiter an Displaylines. Ist das verständlich? Ja. Ja, ich glaube, das ist verständlich. Wieder die Frage. Und wie sieht das im Code aus? Wie übersetzen wir das im Code? Sehen wir das im Code wieder, diesen Fluss? Das ist die Frage. Bitte? Ja, sehen wir. Das ist ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Und jetzt müssen Sie aber festhalten, das ist der schwierige Teil. Schwierig ist daran, dass Sie mir glauben müssen, dass das hier eine gute Idee ist. Wo kann ich den biegen hier? So. Da. Pass Command Line, hier, dieser Kasten da. Dieser Kasten, der sich anhört wie eine Funktion, ich meine jetzt wirklich Programmiersprachenfunktion, der wird übersetzt in eine ganze Klasse. Oh Mist. Oh Mist, damit ist Ihre ganze OAD-Erfahrung über den Jordan. Können Sie gleich vergessen. Ding Dong, das war's. Das ist so anti-OAD, kann man sich gar nicht vorstellen. Darüber können wir lange diskutieren, warum das eine Klasse ist, oder ob das auch was anderes sein könnte, oder wie oder was. Nehmen Sie es für heute Abend einfach mal. Einfach so an. Denn das funktioniert immer. Das skaliert auch. Manchmal möchte man es vielleicht anders haben. Lassen wir die Fälle mal heute Abend außen vor. Heute Abend machen wir nur eine Übersetzung von solchen Kästchen. So ein Kasten wird immer und immer und immer übersetzt in eine Klasse. Jeder Kasten, den Sie hier sehen heute Abend, wird eine Klasse. Und das Schöne jetzt ist, nachdem Sie Ihren Schock überwunden haben, sehen Sie the beauty of it. Diese Klasse hier kann ich alleine testen. Die hat keine Abhängigkeit. Das ist ganz wichtig. Das müssen wir stark im Hinterkopf behalten. Das ist nämlich ein großer Vorteil dieses Ansatzes. Alle diese Kästchen sind unabhängig. Dieser Kasten weiß nicht, wer in ihn etwas reinstopft, woher der Input kommt. Dieser Kasten weiß nicht, wohin sein Output geht. Und damit kann ich diesen Kasten alleine testen. Und damit kann ich diesen Kasten in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen benutzen. Wiederverwendbarkeit. Oh je. Aber das brauchen wir gar nicht so sehr denken. Das ist nicht so wichtig. Aber geht potenziell. Andere Dinge kommen noch dazu. Also, ganz wichtig ist zu verstehen, dieser Input hier, da wird so ein Pfeil, der da reingeht, wird übersetzt in eine Methode. Und der Output da, und das ist eher das, wo Sie sich festhalten müssen, wird übersetzt in eine Action, in ein Event. Nicht alle Sprachen bieten Events, Sie können Funktionszeiger denken, Sie können von mir aus auch Interface denken oder so. Jedenfalls das, was da reingesteckt wird hier, ist total minimal. Es ist hier einfach nur eine einzige Methode, die mit einem Dateinamen etwas anfangen kann. Ein Kasten in unserem Entwurf wird eine Klasse. Und hier sehen Sie, wir haben die Gesamtanwendung aufgeteilt in drei so Visual Studio Projekte und da finden wir hier unsere Klasse Pass Command Line. Zack, da finden wir da Read Lines from File, Sie erinnern sich noch, die stand auch dort. Und hier unten haben wir Display Lines und hier haben wir Run. Alle diese Kästchen auf dem vorhergehenden Diagramm sind zu solchen Klassen geworden. Dass ich die so eingeteilt habe, darüber sprechen wir gleich nochmal. Aber erstmal sind das alles Klassen geworden. Und dann gibt es hier einmal Programm. Und Programm zieht das sozusagen zusammen. Programm ist das, was hier drumherum ist und diese Verbindung herstellt. Ganz wichtig. Das ist eine fundamentale Separation of Concerns. Es gibt einen Programmteil, eine Funktionalität, die steckt nur diese Lego-Bausteine, da sind wir nämlich schon, steckt nur diese Lego-Bausteinklassen zusammen und das ist es.
Und die Lego-Bausteine selbst, die enthalten die Business-Logik oder was auch immer. Das ist eine fundamentale Separation of Concerns. Und wenn wir die hergestellt haben, dann können wir tatsächlich mit Software wie mit Lego-Bausteinen spielen. Danke, das war's, schon der ganze Vortrag. Jetzt kommt Fragen. Nein, das treiben wir natürlich weiter. Ich möchte Ihnen das demonstrieren, was daraus für Vorteile hätte. Aber das ist der zentrale Gedanke. Wir brauchen, um zusammenstecken zu können, unabhängige Funktionseinheiten, erstens. Und zweitens brauchen wir Funktionseinheiten, die von etwas drumherum zusammengehalten werden. Es gibt, ich mache eine Maus auf, oh ja, kann ich hier dieses Teil benutzen. Wenn wir hier eine Funktionseinheit A haben und eine Funktionseinheit B und hier gibt es eine Funktion F und eine Funktion G. Wann, und dieser Strich hier, der da, der bedeutet, A ist abhängig von B. A ist abhängig von B. Was gibt es für Gründe, dass A sich ändern kann? Das spiele ich auf das Single Responsibility Prinzip an. Single Responsibility Prinzip sagt, jede Funktionseinheit oder Klasse darf nur einen Grund haben, warum sie sich ändern kann. Oder auch Methode. Was gibt es? Es gibt mindestens zwei fundamentale Gründe, warum sich A ändern kann. Wegen A oder wegen B? Genau, A kann sich ändern, weil irgendwas an A muss geändert werden. Vielleicht sortiert A und es soll andersrum sortieren. Okay, gut, verändert sich A. A kann sich aber auch ändern, weil sich an B etwas ändert. Wenn jetzt nun die Funktion F irgendwas anderes zurückgibt morgen, dann muss sich A irgendwie ändern. Okay, also entlang von Abhängigkeiten, wie entlang von Kältebrücken in Häusern, verbreitet sich etwas. Bei Häusern ist es die Kälte und bei Software verbreiten sich entlang von Abhängigkeiten Änderungen. Deswegen sind Abhängigkeiten so doof. Wir wollen eigentlich keine Abhängigkeiten haben, weil wenn man irgendwo reinsticht, dann breitet sich das unmöglich aus, wie so auf dem Teich, diese Wellenfronten. Breiten sich die Änderungen aus entlang von Abhängigkeiten. Deswegen Abhängigkeiten reduzieren. Das ist sicherlich das fundamentalste Prinzip der Softwareentwicklung. Entkopplung. Okay, aber hier ist so jetzt eine Abhängigkeit, da können wir alle nichts dran machen. A braucht F und G. Also, falls sich an F und G irgendetwas ändert, dann muss sich A wohl auch ändern und nicht nur B. Und jetzt ist die Frage, ist das alles? Ist das alles? Gibt es noch einen Grund, warum A sich ändern müsste womöglich? Wer entdeckt ihn? Entdecken Sie nicht. Ich habe auch 30 Jahre gebraucht, bis ich das gefunden habe. Es gibt eine, ich nenne es topologische Abhängigkeit. A ist nicht nur von F und G abhängig. A ist davon abhängig, dass F und G zusammen definiert sind auf dem Interface von B. A ist von dieser Zusammenstellung abhängig. Denn was würde passieren, wenn irgendeiner in seiner kompletten Weisheit befinden würde, ja, wir nehmen G da raus bei B? Und schaffen ein C, auf dem ist G definiert. Wer muss sich ändern? A. A muss sich ändern. Das nenne ich topologische Abhängigkeit. A ist abhängig davon, wie Funktionalität um es herum irgendwie verteilt ist. Das ist eine ganz subtile Abhängigkeit, die übersehen wir gewöhnlich. Ja, Bob Martin mal das Interface Segregation Principle erfunden, war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Da hat er einen Teil davon schon erkannt und gesagt, okay, dann müssen wir das halt auseinander dividieren, um davon unabhängig zu sein, dass nicht alle Funktionalität immer gleich sichtbar ist gegenüber A. Wenn B eine ganze Menge tut, dann sollte es mindestens diese ganze Menge auf mehreren Interfaces verteilt sein. Aber er ist nicht weit genug gegangen. Er hat nicht gesagt, auf jedem Interface ist nur eine Funktion. Das ist nämlich ultimativ das Ziel. Wenn das der Fall ist, dann dreht sich das um. Dann ist nicht mehr A abhängig von irgendetwas, sondern A sagt, und jetzt schalte ich mal wieder hier zu meinem Code hin,
A sagt einfach an dieser Stelle, ist mir doch egal, ich brauche nur so ein Dings, was einen Pfeilnamen entgegennimmt und dann ist es gut. Und ob das dieselbe Funktionseinheit ist, die irgendwas anderes noch macht oder nicht, ist A, ist hier diesem Parser völlig egal. Damit ist die topologische Abhängigkeit aufgelöst und damit kriegen wir Legostein-Zusammensteckung hin. Denn Legosteine sind nicht davon abhängig, wo irgendetwas in der Umwelt zusammengefasst ist, sondern Legosteine kann man entweder ganz aufeinander stecken oder kann man zwei darunter stecken, so aneinander. Male ich dann vielleicht doch lieber, sonst ist es zu abstrakt. Also entweder mache ich zwei Legosteine so untereinander oder ich kann denselben Legostein nehmen und kann zwei darunter machen oder ich kann den Legostein nehmen und vielleicht sogar drei darunter machen. Das ist dem Legostein hier oben, dem da ist es doch völlig egal, wo seine Noppen, auf die er da gesteckt wird, herkommen. Und genau darum geht's. Das macht die zentrale, fundamentale Unabhängigkeit von Bausteinen in der realen Welt aus. Sei es Elektrotechnikbausteine, sei es Bausteine bei einem Haus, sei es Lego-Bausteine, was auch immer. In einem Motor stecken wir das Zeug zusammen. Die Zündkerze weiß nicht, wo sie ist. Er hat schon mal gesehen, dass in eine Zündkerze eine Abhängigkeit injiziert wurde. Oder in einen Motor. Hat schon mal einer gesehen? Aber in Software machen wir das andauernd. In unsere Software-Maschinen, in Klassen, injizieren wir Abhängigkeiten. Das ist Quatsch. Also in der Natur, würde ich sagen, werden Abhängigkeiten oder wird etwas injiziert. Außer beim Arzt, vor allen Dingen von Parasiten. Kennt einer die Juwelwespe zum Beispiel? Oder Sakulina, den Parasiten von Krebsen? Soll ich die Geschichte mal erzählen? Das ist total eklig. Also Juwelwespe ist wirklich interessant, weil das schon etwas mit Softwareentwicklung zu tun hat, würde ich sagen, mit Robotern. Die Juwelwespe nimmt sich eine Kakerlake und injiziert der Kakerlake ein Nervengift. Damit wird die Kakerlake quasi willenlos. Sie wird nicht unbeweglich, sondern willenlos. Dann, das ist nicht gelogen, echt, können Sie nachlesen, stellt sich sozusagen die Juwelwespe auf den Rücken der Kakerlake, nimmt deren Fühler und führt die Kakerlake in ihren Bauch. Ungelogen. Das ist so wie Roboter-Fernsteuerung. Und in den Bau injiziert die Juwelwespe in die Kakerlake ihre Wut. Und die frisst sie von innen auf und dann kommt dann raus und dann geht das Ganze von vorne los. Also das ist Injektion in der Natur. Hört sich nicht so gut an. Injektion ist irgendwie immer doof, auch in der Softwareentwicklung. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das mal irgendwie sein. Wir wollen keine CTOR-Injection haben, wenn wir es vermeiden können. Wir wollen keine Property-Injection haben, wenn wir es vermeiden können. Also das, was unter agiler Architektur heute gefahren wird, trägt nur so weit, weil das fundamentale Problem der Abhängigkeiten schlechthin nicht angegangen wird. Nochmal zurück. Tut mir leid, wenn man das immer wieder schaltet. Hier, ich frage zu diesen beiden Funktionseinheiten. Wenn ich A in ein fernes asiatisches Land geben möchte zur Entwicklung, wie viele Interfaces muss ich den fernen asiatischen Entwicklern geben, damit sie A entwickeln können? 1, 2, 3, 5. Wie viele? Wer sagt 1? Okay, leider falsch. Heute kein Foto für euch. Wer sagt 2? Mal besser keine. Das geht ja gar nicht. Das sind ja mindestens 2 Abhängigkeiten. Wer sagt 3? Okay, die Summe ist jetzt nicht alle, manche haben sich nicht gemeldet, ich weiß, sieht immer sehr grauenhaft aus, wenn ich so da vorne stehe, da fühlt man sich so eingeschüchtert. Also ich sage, es sind 3 Interfaces. Wir haben hier ein Interface, ich nenne es mal IA, wir haben hier ein Interface, egal ob da 2 oder 1 drauf ist, und wir haben hier im Augenblick sind die Abhängigkeiten so. Wir müssen 3 Interfaces mitgeben. Die brauchen die fernen asiatischen Entwickler. Wann war das so bei einem Motor? Ein Motor wird nicht definiert durch irgendwelche anderen Bauteile, sondern ein Motor hat eine Spezifikation für sich. Und jetzt gucken wir wieder auf den Code, den ich präsentiert habe. Hier wird das Bauteil da definiert durch ein einziges Interface. Und zwar besteht das aus dieser Process-Methode und dem Event hier unten, diesem Delegaten, dem Funktionszeiger Finding. Das war's. Wenn ich das zur Entwicklung nach Asien gebe, gebe ich ein Interface mit. So wie ich das mit jedem Motor tue. Eine Form von Spezifikation, nichts extern, ist uns egal, in welchem Zusammenhang das gebraucht wird. Okay?
Lange Rede, kurzer Sinn. Wir teilen unsere Gesamtanforderung da. Für die versuchen wir eine Sequenz von Aktionen zu finden. Und das ist auch ganz wichtig. Aktionen, keine Substantive. Und ich glaube, das kam jedermann hier und jeder Frau im Saal ganz natürlich vor, dass ich da nicht CSV-Adapter geschrieben habe oder Display. Ja, bei Display ist auch noch ein Verb. Sondern ich habe überall Verben oder Verbphrasen benutzt. Das ist ganz wichtig. Wir denken Verarbeitung in Tätigkeit. Ja, was auch sonst. Und darum geht es bei Software. Sie sollen etwas tun. Und es ist deshalb sehr künstlich von allen OAD-Konzept gedacht, nach Substantiven zu suchen. Also wenn ihr irgendetwas im Kopf behalten habt von einer OO-Ausbildung in der Uni oder so, dann wird es sein, okay, ich nehme mir die Anforderungen und schaue, ob ich da die Daten finde und dann packe ich die Daten, ausgewiesen durch Substantive, irgendwie in Klassen. Das ist ein ganz typisches Herangehen. Und was haben die mit Tätigkeiten zu tun? Ja, die muss man dann darauf verteilen. Da haben auch Leute Spiele erfunden oder so Methoden. Dann macht man nämlich ein Class Responsibility Card Spiel, CRC Cards, wird dann ausgeteilt und dann guckt man, wie verteilt man die Verantwortlichkeiten und so weiter. Warum soll ich da durchgehen? Warum soll ich lange Verantwortlichkeiten verteilen? Warum soll ich Tätigkeiten auf irgendwelche Klassen verteilen? Das ist doch umständlich. Warum arbeite ich nicht mit den Tätigkeiten selber? Einfach so. Das machen wir nämlich hier. Also, ich finde zu den Anforderungen meine Tätigkeiten, zack, da sind sie schon. Und diese Tätigkeiten sind für mich sofort, zack, der Hinweis darauf, welche Klassen ich brauche und ich bin fertig. Da muss ich nicht lange rumspielen und nicht Karten vollmalen oder so. Jetzt nicht so abschätzig drüber sprechen, manchmal male ich auch Karten vor und spiele auch rum. Wir haben mal eine Architektur getanzt in einem Kurs zum Beispiel, das war auch nett. Aber ich möchte nicht notwendig da durchgehen und Funktionalität auf irgendwelche Klassen verteilen müssen. So, ich will einfach sagen, okay, ich kenne die Funktionalität, also weiß ich automatisch, einfach so, welche Klassen es gibt. Nämlich für jeden dieser Kuller eine solche Klasse. Zack, fertig. Und das war's. Das muss ich dann nur ausfüllen. Und hier Program setzt es zusammen. Da instanziere ich meine Klassen, wieder von links nach rechts, hier von oben nach unten. Erst Run, Pass Command Line, Read Lines from File, Display Lines, genauso wie das in unserer Grafik stand. Die instanziere ich und dann hänge ich sie zusammen. Das ist die C-Sharp-Syntax dafür, dass ich einem Event einen Event-Händler zuweise. Ein Event, da ist er, File Name. Da, dem wird zugewiesen von Read, die Process-Methode, die sieht ähnlich aus wie diese hier. Und dann wird Read, das Ergebnis, Lines, das ist auch so ein Event, wird Display der Process-Methode zugewiesen. Tada! Und hier hinten haben wir Run, damit startet das Ganze. Dies hier ist ausgewiesenermaßen ein Code, der nur zusammensteckt. Gut so. In diesem Code, da haben Sie kaum eine Versuchung, da ein If-Statement reinzuschreiben, irgendeine Kontrollstruktur. Das ist gut. Damit treiben wir nämlich Business-Logik aus, ganz tief unten in einen Baum hinein. Denn wir werden gleich sehen, dass doch noch Abhängigkeiten da sind, aber es sind keine schlimmen Abhängigkeiten mehr. Wir sagen, nur noch in diesen Blättern hier, ich kann das ja mal anmalen, ist wirkliche Business-Funktionalität. Okay. Hier haben wir Program, das ist ganz klein. Program ist tatsächlich abhängig von Run, von Parse, von, was hatten wir dann, Read und von, oh, da war einer dazwischen noch, egal, von Display. Ja, Program ist abhängig, aber es ist ganz, 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 ganz klein. Da passiert einfach nichts mehr. Und deshalb ist die Abhängigkeit nicht schlimm. Das ist so ähnlich wie ein DI-Container ist auch abhängig von all dem, was ich bei ihm registriere. Das ist aber nicht schlimm. Weil nur von der Objekthaftigkeit dieser Dinger, die ich bei ihm registriere, abhängig ist. Die ändert sich kaum. Und genauso ist dieses Ding hier nur von ganz wenig abhängig, nämlich nur davon, dass irgendwie so eine Funktionseinheit, da geht was rein, da geht was raus, mehr nicht. Nicht mehr davon, was die tut, sondern nur noch von ihrer äußeren Form. Das ist stark reduziert und deswegen macht die abhängig. Das ist auf Prinzipien gedacht. Wenn sich schon Veränderungen entlang von Abhängigkeiten durchmogeln, sozusagen die Veränderungsbrücke, so würden sich Veränderungen von hier oben nach da durchmogeln, dann müssen wir hier oben das ganz, ganz klein machen.
ganz einfach machen. Okay? Gut, das sind total fundamentale Separation of Concerns, die wir formal vorgenommen haben im Code, indem wir ihn nämlich so getrennt haben. Wir haben einerseits das Zeug, das was tut in Klassen, und dann haben wir Zeugs, das was zusammensteckt, die Operationen zusammensteckt. Und das war's. Das läuft. Kann ich kurz zeigen, dass das läuft. Irgendeiner will das ja mal sehen. So eine Konsolenanwendung. Da ist der Code. 1:1 aus dem Repository ausgecheckt. Jetzt lassen wir es laufen. Tada. Das ist unsere erste Iteration. Lange drüber geredet, aber total schnell realisiert. Es hat mich vielleicht, was weiß ich, 15 Minuten gekostet oder so. Und es ist sauber. Das ist sauberer Code. Und die Sauberkeit werden wir gleich zu schätzen wissen. Läuft. Erste Iteration, der Kunde kann sagen, wow, du kriegst das ja mit diesen Umlauten hin. Super, hast du UTF-8 verstanden. Tatsächlich, das ist meine Datei, die ich auf der Kommandozeile angegeben habe. Toll, alles klar. Mehr wollten wir nicht erreichen. Wir wollen ihm schnell etwas liefern, damit er schnell Feedback geben kann und schnell sieht, die Typen liefern echt aus. Die sind verlässlich. Auf zur nächsten Iteration. Weitermachen. Wieder weitertreten beim Spinning. Gut, Feature Slice 2, nächste Iteration. Dann werden wir jetzt nicht so lange dran verweilen. Jetzt geht es mir um die Modifikationen unseres Modells, das, was wir da gerade gesehen haben. Wir sagen jetzt, manches können wir schon, aber nun möchte ich die Anzeige in einem Page-wise Manner vornehmen. Ich möchte also nicht mehr alles sehen, eben haben wir die ganze Datei gesehen, sondern jetzt möchte ich nur noch eine Seite sehen, jeweils von dieser Datei. Und ich möchte die Seitenlänge angeben können, hier unten als zweiten Parameter auf der Kommandozeile. Das ist jetzt mein zweites Feature Slice. Ganz, ganz dünn, ganz einfach. Ich bin sicher, dass ich das heute schaffe, wenn ich jetzt so einen normalen Arbeitstag hernehme. Aber selbst wenn ich es vorführen würde, dann wäre ich in 10, 15 Minuten fertig damit. Und die Frage ist jetzt, wir haben schon Code. Wie finden wir heraus, was wir jetzt tun müssen, um diesen Code zu verändern, um das zu realisieren? Starren wir in den Code rein. Männer, die auf Code starren. Ach, machen wir den nächsten Hollywood-Film von. Nein, tut's nicht. Tut es nicht. Tut's euch nicht an. Auf den Code starren ist das allerletzte, was wir tun wollen. Weil auf Code starren kann man irgendwie nur alleine. Oder vielleicht noch mit zweien beim Pair-Programming. Und wenn wir aber hier zu 50 oder 100 sitzen, dann ist das total schwierig, daraus etwas herauszulesen. Wir können darüber schwierig kommunizieren. Wir können es im Team schlecht entwerfen, den Code. TDD ist eine Disziplin für einen, vielleicht für zwei. Aber wenn das Team etwas entwickeln will, 5 Leute, 10 Leute, wie sollen die denn gemeinsam darüber reden, über die Lösung, die sie da bauen wollen? Das geht nicht mit Code. Dazu brauchen wir was Visuelles, dazu brauchen wir einen Flipchart oder so einen schönen Presenter. Also gehen wir wieder flugs an unser Modell ran. Und da stellen wir fest, an manchen Dingen müssen wir was ändern, die sind gelb hervorgehoben, und an manchen Dingen müssen wir nichts ändern. Also, hier, run, haben wir nichts geändert, sieht aus wie vorher, da kommt die Kommandozeile so als 2 Strings raus. Pass Command Line muss ich für diesen Fall natürlich ändern, weil wir plötzlich ja auch noch die Seitenlänge damit rausziehen wollen. Pass Command Line muss jetzt ein bisschen mehr tun und hat nicht nur einen Ausgang für den Dateinamen, sondern einen zweiten Ausgang für die Seitenlänge. Pass Command Line liefert 2 Werte irgendwo in die Welt hinaus. Nach Pass Command Line bleibt unverändert Read Lines from File. Super. Ebenfalls unverändert bleibt Display Lines. Okay. Aber jetzt, und wir dürfen uns nicht döver stellen, als wir sind, wir wissen ja schon, es geht darum, am Ende des Tages da irgendwie durchzusteppen, seitenweise. Deswegen sollten wir nicht einfach nur die ersten 3 Zeilen oder die ersten 40 Zeilen, je nach Seitenlänge, nehmen aus diesem Strom, der hier rauskommt von Read Lines from File, und nur die anzeigen, da hätten wir nicht wirklich viel gewonnen. Sondern wir sollten jetzt überlegen, okay, wie gehen wir jetzt ein bisschen mehr auf die Lösung zu, die dann auch das Blättern ermöglicht. Und deswegen gibt es nach Read Lines from File und vor Display Lines hier diese beiden eingeschobenen Funktionseinheiten. Wir sagen, wir lesen alle Zeilen aus der Datei aus und puffern sie in Memory. Der Ausgang hier von Read Lines from File hat sich nicht verändert, hier kommen weiterhin alle Zeilen raus. Früher lief das da rein, jetzt läuft es in den Puffer rein. Buffer Lines liest alle Zeilen ein und tut sie in einen Buffer. Fertig. Und wenn es das getan hat, dann signalisiert Buffer Lines hier einmal mit einer Page Direction
dieser Funktionseinheit getPageFromBuffer, was gemacht werden soll. Und da sagt sie, lies die erste Seite aus. Beide greifen also auf diesen Puffer zu. Den habe ich hier extern modelliert. Das ist eine explizite Abhängigkeit. Das ist gut dafür, wenn man mal später asynchrone Verarbeitung angehen will. Da möchte man Abhängigkeiten sehen, um vielleicht einen Konkurrenten Zugriff darauf abpuffern zu können oder so. Also modellieren wir von diesen beiden Funktionseinheiten hier explizit die Abhängigkeiten auf den Puffer. Der ist ganz einfach, das ist nur eine Liste. Der schreibt alle die Zeilen, die er bekommt, in die Liste rein. Der liest aus dieser Liste die erste Seite aus. Page Directions, da kommt First rein, also nur die erste Seite. Das wird gebildet von Buffer Lines. Wenn er fertig ist, dann kommt hier Page vom Buffer, erste Seite, liest er aus, liefert nur die Zeilen der ersten Seite an Display Lines und alle sind happy. Wie viele Zeilen liest er aus, das kriegt er mitgeteilt hier vom Parse Command Line. Ist das verständlich? Wenn Sie jetzt einen neuen Kollegen ins Team kriegen und er soll weiterarbeiten an dem Code, kann man dem erklären, wie der funktioniert, hier dran? Ich glaube schon, ne? Und wieder, das ist nicht irgendwie abstraktes Rumgemale, das ist letztendlich der Code. Zack. Wieder sehen wir hier Parse Command Line, Read Lines from File und da haben wir Page Directions, das ist ein Enum, ganz einfach, steht First, Last, Pref, Next, drin müssen wir nicht mehr. Da haben wir Get Page from Buffer, da haben wir Buffer Lines, Display Lines. Alles, wie wir es vorher in dem Diagramm stehen hatten, ist es hier wieder zu sehen. 1:1, ich weiß, ein Kasten im Diagramm, sowas wie getPageFromBuffer, wird eine Klasse im Code. Muss ich nur suchen. Genau mit der Bezeichnung, wie es im Diagramm steht. Wie habe ich das gemacht hier? Hier gibt es TurnToPage. Das ist der Input hier oben. TurnToPage kriegt eine PageDirection rein und im Augenblick interpretiert er diese PageDirection noch nicht mal, sondern sagt, aus diesem Line-Buffer hier, da, das ist die Liste, da unten steht sie, aus dem Line-Buffer nehme ich einfach Page-Length plus 1 Zeilen raus. So einfach kann es erstmal sein. Der Kunde sieht das richtige Ergebnis. Er sieht die erste Seite. Schön, die ist noch weiterhin unformatiert, keine tolle Tabelle und so ein Kram, aber sieht erstmal tatsächlich, das klappt. Die können eine Seite daraus nehmen. So, wie wird diese Abhängigkeit hier modelliert? Turn-to-Page ist ja abhängig von dem Line-Buffer. Der wird injiziert, tatsächlich, da gibt es noch eine Abhängigkeitsinjektion. Die ist aber explizit, steht im Code drin. Hier, das implementiert deshalb so ein Interface. Und hier sehen Sie da, Line-Buffer wird in diesem Program-Main instanziert und dann in den Buffer, wie auch in das Get, injiziert über eine solche explizite Schnittstelle. Warum das ein Inject ist und nicht über den Konstruktor geht und so, möchte ich an dieser Stelle nicht diskutieren. Glauben Sie mir, hat seinen Sinn. Machen wir einfach mal einen Augenblick so. Ist ja mindestens verständlich für heute Abend. Und wir erinnern uns noch, getPageFromBuffer hatte einen zweiten Eingang, nämlich für die PageLength. Der ist hier ebenfalls als Methode modelliert, wie oben dieses TurnToPage. Initialize heißt das. Okay, ich sage, es ist ziemlich sinnig. Ah, hier fehlt der eine Eingang, den habe ich hier nicht mehr hingemalt. Also zwei Eingänge sind zwei Methoden. Ein Ausgang hinten ist ein Event. Das ist ganz regelmäßig. Und da haben wir, in Java weiß ich nicht genau, was da die Organisationsmittel sind, aber in Visual Studio oder .NET gibt es Projekte, dann gibt es Ordner in Projekten und gibt es Solution-Ordner und so weiter. Und ich empfehle, hier Dinge, die ähnlich sind, die relativ kohäsiv sind, zusammenzupacken in einem Projekt. Hier haben wir zum Beispiel zwei Adapter, die greifen irgendwie auf Ressourcen zu. Hier unten haben wir ein Portal, so nenne ich das, weil da etwas ausgegeben wird oder da findet Interaktion statt. Und hier haben wir Logik. Und das habe ich zusammengefasst in vier Projekte. 1, 2, 3, 4 Projekte. Sehen wir hier. Ein Projekt für die Adapter, diese beiden Adapter, ein Projekt für das Portal mit den Display Lines, ein Projekt für die Logik, da stehen diese beiden Funktionseinheiten drin und dann gibt es noch ein Projekt hier, wo auch das Run drin steht, da steht aber auch das Program drin, die passen, das ist eher so Infrastruktur ganz gut zusammen und es gibt ein Projekt, Contracts, kann man schlecht lesen hier, in Contracts stehen so allgemeine Definitionen drin, die Projekte oder Funktionseinheiten übergreifend sind. Das ist eine ganz allgemeine Struktur, tut nicht weh, diese Projekte aufzusetzen, auch in eine Solution
zusammen zu tun, ist vielleicht nicht das Optimale, aber kann man hier mal machen. Teilt den Code so, dass man ihn besser verstehen kann. Noch besser wäre natürlich, für jeweils ein so ein Projekt eine eigene Solution aufzusetzen, mit einem zweiten Testprojekt noch mit dabei. Denn diese Funktionseinheiten lassen sich ja wunderbar testen. Sie sind weiterhin, hier, getPageFromBuffer, unabhängig. Alle Funktionseinheiten, die richtig etwas auf die Straße bringen, sind unabhängig voneinander. Und die müssen wir testen mit Unit-Tests. Okay, wie geht's weiter? Feature Slice 3. Wir ziehen ein bisschen bei der Geschwindigkeit an. Was wollen wir jetzt lösen? Wir können im Augenblick eine Datei öffnen, auf der Kommandozeile angelegt mit einer Seitenlänge und zeigen von der die erste Seite an, allerdings noch nicht hübsch formatiert. Was machen wir jetzt? Pages of data records are displayed as a table. Aha, jetzt geht es ein bisschen um die Formatierung. Jetzt soll es ein bisschen hübscher werden. With a header line and cell borders like depicted. Also header line soll ausgezeichnet werden. Hier oben mit einem Unterstrich. Und es sollen so vertikale Linien eingezogen werden. Jetzt, da wir sicher sind, dass wir die Datei richtig einlesen können, können wir das auch machen. Und each line contains a data record. The first line contains the column names. Okay, damit also das CSV-Format beschrieben und dass sie halt über Semikolon hier getrennt werden. Jetzt erst fangen wir an, über CSV nachzudenken. Bisher haben wir nur Textdateien verarbeitet. Hätten wir alles draufschmeißen können, auch ein Goethe-Gedicht. Oder Österreich, ein Karl Kraus-Text. Bisher waren nur Textdateien, jetzt machen wir CSV-Dateien. Und da wir CSV-Dateien machen, kommen wir plötzlich an diese Felder ran und deswegen können wir die auch dann teilen. Was müssen wir dafür tun, um plötzlich mit CSV-Dateien umzugehen? Um diese erste Seite, das ändern wir nicht, wir zeigen weiterhin nur die erste Seite an, um die erste Seite aber hübscher formatiert anzuzeigen. Feature Slice 3. Was müssen wir tun? Und oh Wunder, das ist total einfach. Ja. Das bleibt gleich, bleibt gleich, bleibt gleich, bleibt gleich, bleibt gleich, bleibt gleich. Oh, wir stecken zwischen diese beiden Funktionseinheiten hier, zwischen diese beiden Prozessschritte, stecken wir einen weiteren Prozess. Und das ist das Ideale. Wir fassen nichts an von den Funktionseinheiten. Wir verändern nichts, sondern wir stecken nur etwas dazwischen. Super. Und das Tolle ist, wir können darüber reden. An so einem Bild. Wir können immer fragen bei einer Veränderung, können wir die Veränderung hinkriegen, indem wir zwischen zwei solche Schritte einen dritten einfügen. Das ist das Ideal. Oder wir können fragen, wenn das nicht geht, können wir einen Schritt parallel machen. Oder wenn das nicht geht, können wir einen Schritt sozusagen aufbohren. Wir machen aus ihm eine Integration und das bekommt Details. Das sehen wir gleich, wie das aussieht. Und erst das allerletzte ist, können wir einen Schritt verändern? Das wollen wir am allerwenigsten. Dann fassen wir nämlich existierenden Code an und das wird immer ein bisschen wackelig. Das haben wir am Anfang gemacht, hier bei Parse Command Line und so. Da haben wir Funktionseinheiten angefasst und aufgepasst. Aber hier stecken wir auf dieser Abstraktionsebene eine Funktionseinheit dazwischen, Format Page und alles ist gut. In Format Page gehen CSV-Lines rein, das sind einfach nur Lines, nur Strings und es gehen Strings raus. Super, deswegen muss ich auch Display-Lines nicht ändern. Und jetzt können wir uns fragen, finden wir Format Page so schwierig, dass wir das nicht gleich losprogrammieren können? Oder ist es ganz einfach? Und wir setzen uns hin und schreiben es runter. Das ist jetzt eine subjektive Entscheidung. Wenn wir im Team sitzen, können wir sagen, komm, lass sein, lass gut sein, wir stecken das dazwischen und ab dafür. Irgendeiner schreibt es hier, Peter, zack, du dran. Machst das fertig, einer verändert diese Zusammensteckorgie im Programm und dann sind wir gut. Oder sagen wir, Format Page besteht eigentlich aus zwei Teilen. Welche könnten das sein? Wem fällt das ein? Was sind die zwei Concerns, die zwei Belange, die in Format Page im Augenblick auf dieser Abstraktionsebene zusammenkommen? Bitte? Spaltenbreiten. Irgendwas mit den Spaltenbreiten, ja, so, überhaupt mit Spalten, ja, in der Formatierung. Da steckt also Formatierung drin, aha, ja, sagt der Name schon. Steckt noch was anderes drin? Das Aufteilen vom String. Ganz genau, Aufteilen vom String. In Format Page steht dieses CSV-Handling drin. Und das, glaube ich, sollten wir nicht einfach in eine Funktionseinheit verwursten, sondern wir sollten das explizit machen im Modell. Und deswegen können wir reinzoomen in Format Page
und sehen da drin wieder so einen kleinen Fluss. Vorne kommen wieder diese CSV-Lines raus, hinten gehen die Strings raus, aber wir sagen als erstes Parse-Lines, dann machen wir aus diesen CSV-Lines CSV-Records und aus den CSV-Records machen wir eine hübsch formatierte Tabelle. Ganz gemerkt, der Prozess ist rekursiv. Ganz am Anfang hatte ich doch auch nur eine große Blase dahin gemalt. Da ging ein Dateiname raus, um irgendwas anzuzeigen, rein und irgendwas anzuzeigen raus. Und diese Blase, die auf dem Papier war, habe ich dann, ohne es weiter zu sagen, zerlegt in die ersten vier Schritte, die da projiziert wurden. Dann sind wir auf diesem Abstraktionsniveau dieser vier Schritte geblieben und haben da 5, 6, 7 draus gemacht in den weiteren Iterationen. Jetzt haben wir einen Prozessschritt gefunden, den wir auf einer Abstraktionsebene, hier, wollen wir den als einen ansehen. Und das kann der Chef noch sehen. Kommt der Chef rein, sagt, na, wie weit seid ihr, wie sieht es mit dem Feature, und sagen wir, okay, wir haben es identifiziert, was wir machen müssen, wir müssen dann nur ein Format-Page dazwischen hängen und alles ist super. Sagt der Chef, super, ich sehe, ihr seid völlig on track, alles wunderbar, wir sehen uns morgen, dann gucken wir uns an. Wir mussten ihm nicht sagen, das Ding hat noch Details, das ist viel uninteressant. Er hat kein Informationsbedürfnis, das darüber hinausgeht, dass das dazwischen gestellt wird, aber wir wissen bei der Implementation, wir zoomen da nochmal rein, machen das auf und lassen das in Wirklichkeit aus zwei Funktionseinheiten bestehen, um wieder dem Grundprinzip der Separation of Concerns zu üben. Hier wird getrennt Handling des Datenformats, wenn sich das nämlich morgen ändert. Morgen machen wir nicht CSV mit Semikolons, sondern CSV mit Tab oder was auch immer, oder JSON oder so ein Kram, dann wird das da abgehandelt. Und die Formatierung bleibt gleich, denn hier kommen irgendwelche Records raus und damit arbeitet Formatable. Und wenn sich die Formatierung der Tabelle ändert, dann müssen wir nicht hier vorne Parse-Lines angehen. Dieses Auseinanderziehen, das ist so wichtig. Dafür müssen wir sehr sensibel werden. Und das können wir hiermit ganz toll, weil wir alles, was erstmal eins ist, jederzeit aufmachen können und können daraus mehrere machen. Und jetzt kann man sich schon fragen, wie sieht der Code dafür aus? Wie sieht der Code dafür aus? So wie er immer aussieht. Wir haben hier Parse-Lines, das ist ja dazugekommen. Parse-Lines steht hier in Logik drin. Parse-Lines ist eine Klasse, wie wir sie kennen. Process, da ist so eine Enumeration von CSV-Lines und es geht aus Parse-Lines eine Enumeration von diesen Records raus und dazwischen passiert irgendetwas mit dem Link-Statement, ist eigentlich egal, was da passiert. Super. Das war jetzt das Blatt. Das war Informat-Table war das drin oder Format-Page. Wie sieht jetzt aber das Teil aus, was Parse-Lines und diese Formatierung zusammenfasst? Das sehen wir hier oben, Format-Page. Format-Page hat dieses Pluszeichen, um anzuzeigen, da ist noch was drin. Und Format-Page erzeugt sich ein Parse-Lines und ein Format-Table und steckt in Parse das To-Table rein und an To-Table hängt da hier hinten eine Lambda-Expression ran, um auf diesem Event rauszufeuern, was da so formatiert wurde. Dieser Konstruktor hier von Format-Page, weil Format-Page diese zwei Funktionseinheiten zusammensteckt, sieht so aus wie dieses Programm bisher. Ist so eine Integration, baut so einen Fluss zusammen. Aber ist total regelmäßig. Sieht wieder aus wie das, was wir schon kennen. Wir müssen also jetzt kein neues Konzept lernen oder so. Software ist selbstähnlich. Mit diesem Entwurf ist Software auf allen Abstraktionsebenen von ganz großen Kullern, die alles können, Dateiname raus, formatierte Daten rein, formatierte Daten raus, bis runter zu Parse-Lines, sieht es immer gleich aus. Jede Funktionseinheit hat für das, was reinfließt, Methoden, für das, was rausfließt, Events. Auch Format-Page, hier Format-Page, hat eine Methode, Process, allerdings auf die Details will ich nicht weiter eingehen, wird das umgelenkt auf so einen Delegaten und der wird hier verdrahtet. Das ist egal, aber diese Methode Process, die nach außen sichtbar ist, wird umgeleitet auf die erste Funktionseinheit, die da drin steht. Und die letzte Funktionseinheit, die etwas tut, toTable hier, wirft über solch einen Delegaten hier, über ein Lambda Expression, über diesen Event auch was heraus. Da geht also Daten rein, ein Funktionsschritt, zweiter Prozessschritt, rippt die Daten wieder hoch eine Ebene und da fließen sie weiter. Die Selbstähnlichkeit, das ist mir so wichtig. Gucken Sie sich an. Hier, Kuller,
die zusammengesteckt sind, dann zoomen wir rein, Kuller, die zusammengesteckt sind. Und wenn irgendeiner herausfindet, oh, Pass-Lines ist mir zu kompliziert, können wir das noch irgendwie weiter aufsplitten? Dann machen wir Pass-Lines auf und packen da 5 Kuller rein. Und wenn einer zu kompliziert ist, machen wir den auf und machen wir 6 Kuller rein, wie wir das wollen. Das ist Behavioral Refinement, würde ich es nennen. Hier will ich sagen, die übliche Function und Decomposition wie vor 30 Jahren oder so, da kommen wir in Teufels Küche mit den ganzen negativen Konnotationen, die da dran hängen. Deswegen sage ich lieber so eine Verhaltensverfeinerung. Ein so ein Kasten steht immer für ein Verhalten. Verhalten ist, eine Katze verhält sich. Wenn ich dir auf den Schwanz trete, dann verhält sie sich und beißt sie nicht. Wenn ich hier Input drauf werfe auf so einen Kasten, dann verhält er sich, erzeugt irgendwelchen Output oder einen Seiteneffekt. Alle Kästen stehen für Verhalten, deswegen haben die auch ein Verb oder eine Verbphrase als Titel. Auch hier, konsequent durchgehalten. Format Page, nicht Page Formatter. Und Format Table, nicht Table Formatter, sondern Verb. Das hier ist Program Main, sieht wieder ein bisschen anders aus, aber es ist nur erweitert worden. Hier haben wir irgendwo Format, wo haben wir es? Format Page hier. Format Page, wissen wir, ist dieses Ding, in dem noch was drinsteckt, wird hier einfach verdrahtet. Aus Get kommen die Page-Lines raus, als CSV-Lines gehen in die Formatierung rein, aus der Formatierung kommt die Tabelle raus, geht in Display rein und alle sind glücklich. Und hier werden weiterhin mit dieser Buffer injiziert. War ganz einfach, ne? Müssen wir nur da einfügen. Super, was machen wir als nächstes? Flow Design, 4. Iteration. Wir können jetzt eine Datei einlesen mit einer beliebigen Seitenlänge, können die sogar schon halbwegs formatiert anzeigen. Wenn es nicht glaubt, ich kann auch den Code zeigen, aber aus Zeitgründen mache ich das mal jetzt nicht. Jetzt haben wir, okay, wir wollen tatsächlich blättern können. Jetzt hilft es nichts mehr. Haben wir uns lange vorgedrückt. Jetzt wollen wir vor- und zurückblättern, erste Seite, letzte Seite anzeigen. Was müssen wir tun dafür? Oha. Nee, es ist gar nicht schwierig. Wir müssen nur wieder in unser Modell reingucken und fragen, worauf hat das eigentlich einen Einfluss? Hat Blättern einen Einfluss auf Readlines? Nein. Pass-Command-Line? Nein. Buffer-Lines? Nein. Aha. Get-Page-From-Buffer. Darauf hat es natürlich einen Einfluss. Da haben wir jetzt plötzlich nicht mehr nur die erste Seite anzeigen, sondern unterscheiden müssen zwischen erster, nächster, letzter und vorheriger. Ja klar, da müssen wir was dran tun. Und es hat einen Einfluss auf das UI. Das ist nämlich nicht einfach nur so ein Müllhalde, auf die wir einfach formatierte Zeilen schmeißen, sondern das UI muss jetzt interaktiv sein. Muss was anzeigen und dann muss ich auch was, eine Interaktion entgegennehmen können, wenn er sagt Next, ne, dann muss ich auch auf die nächste Seite und so weiter und so fort. Und das heißt, es muss hier aus dem UI auch eine Page Direction rausfließen, damit wir wissen, wo die hinfließt. Hier, GetPageFromBuffer hat nämlich schon den Input, das angezeigt werden soll, irgendeine Seite. Hier eine Änderung. Ha, guck mal, da ist ein Plus dazu gekommen. Hier eine Änderung und da kommt noch etwas rein. Aber ansonsten haben sich für GetPageFromBuffer die Inputs nicht geändert. 2 gehen rein, PageLength und diese Direction, das war's. FormatPage hat sich nicht geändert und alles andere auch nicht. GetPageFromBuffer war vorher einfach, haben Sie gesehen, war immer eine Zeile. Jetzt müssen wir es aufbohren, das ist schwieriger geworden. 2 Schritte. Erstens, wir machen eine Kalkulation. Wenn da First, Next, Previous, Last und so reingeht, dann müssen wir uns überlegen, bei diesem ganz langen Buffer, der da ist, wo greifen wir denn da eigentlich rein? Welche Zeile in dieser langen, langen Liste wollen wir eigentlich haben als erste Zeile unserer Seite? Das müssen wir ausrechnen. Dafür, das ist ein eigener Konzern, ein eigener Belang, dafür brauchen wir diese Funktionseinheit, die braucht auch diesen Buffer, auf den sie zugreift, hier diese Liste. Und die liefert raus einen Index für die erste Zeile einer Seite und wie lang eine Seite sein soll, gibt das hier in GetPageLinesFromBuffer rein und der holt dann tatsächlich die entsprechenden Zeilen. Der holt sich immer wieder die Header-Zeile und er holt sich darunter dann die Zeilen, die wirklich auf der Seite drauf sind. Ich finde das sehr naheliegend. Wir haben darüber im kleinen Kreis diskutiert, denn wir sind darauf sehr, sehr schnell gekommen. Und wir konnten wieder visuell nachdenken. Unser Modell war auf den Schirm und nicht in unseren Köpfen und alle total unterschiedlich. Wir mussten auch nicht in Code reinspielen, sondern konnten uns an einem Diagramm festhalten. Und zwar an einem Diagramm, das uns zeigt, was passiert. Wie sieht der Code dafür aus? Was gibt es da Spannendes zu sehen? Gar nicht so viel Spannendes.
Ich zeige Ihnen gar nichts zu diesem Feature hier, sondern ich zeige Ihnen, inwiefern ich das, was wir vorher gemacht haben, verändert habe. Wir haben jetzt nämlich Format Page hier und Format Page erzeugt sich nicht mehr sein Passlines und Format Table selber, sondern bekommt es reingereicht. Oh, Abhängigkeiten, CTOR Injection. Ja, das ist okay. Abhängigkeiten sind okay für diese Funktionseinheiten, die das Zeug zusammenstecken. Das macht das Ganze sehr regelmäßig. Da können Sie dann tatsächlich mit dem DI-Container arbeiten und sich dieses hier generieren lassen, kreieren lassen. Das ist die Hauptveränderung hier. Das andere ist Pipi-Kram, wie diese beiden neuen Funktionseinheiten da funktionieren. Das müssen wir uns nicht ansehen. Hier geht in Format-Page im Konstruktor das rein, was zusammengesteckt werden soll. Und das steht hier oben, Format, New Format Page, und da gehen einmal Passlines rein und einmal Format Table rein. Das ist die wirklich spannende Veränderung bei dieser Iteration. Und jetzt zeige ich das Ding. Tabellen, die ein bisschen krude formatiert sind, weil die haben noch nicht die gleichen, also die einheitliche Spaltenlänge pro Spalte. Ist noch nicht, ein Feature ist noch nicht implementiert, aber wir können hin und her blättern. Glaubt das einer? Glaubt es keiner? Wollen wir den Code dazu sehen? Soll das laufen? Wer will das? Kein. Gut, dann gehen wir schneller voran. Next, Feature Slice. Jetzt, letztes Feature Slice für diese Aufgabenstellung. Da unten steht, the page table should have fixed width columns. Aha, hier, London ist kürzer als New York und City ist auch kürzer als New York, aber die Spalte ist so breit wie New York. Oder hier, Peter ist breiter als Paul, wahrscheinlich hat er ein paar mehr Kilo drauf, und ist breiter als Name, also ist die Spalte so breit wie Peter. Das war noch eine Anforderung, die hatten wir bisher nicht. Bisher wickelte das so durch die Gegend, das war noch nicht so schön formatiert. Jetzt müssen wir es hinkriegen, dass diese gleichen Spaltenbreiten pro Seite dort formatiert werden. Wie kriegen wir das denn? Wir gucken mal in unser Modell. Ah, ja natürlich, wir müssen eigentlich nur an einer Stelle was ändern. Es hilft aber nichts, wir stecken nicht irgendwo auf dieser Abstraktionsebene etwas dazwischen, sondern... Also nicht dazwischen und nicht dazwischen und nicht dazwischen, sondern wir sagen, naja, das ist ein Thema hier von der Formatierung. Ansonsten hat damit keiner zu tun. Auf der Abstraktionsebene machen wir also sozusagen eine Erweiterung. Das ist nicht das Schönste, aber wir haben zumindest genau lokalisiert, wo etwas passiert. Wenn wir da jetzt reinzoomen, dann stellen wir fest, ach, jetzt wird es aber zum Glück einfach. Innerhalb von Format Page müssen wir zwischen Passlines und Format Table nur eine Funktionseinheit dazwischen stellen. Die nenne ich mal Normalize Columns, Normalisierung, also auf die breiteste, alle auf dieselbe Breite bringen, den breitesten String, der in einer Spalte steht. Das packen wir dazwischen und sind glücklich, alles wunderbar. Was passiert Spannendes im Code? Format Page, Get Page from Buffer wird jetzt, deswegen habe ich da so einen Folder warum mache ich Get Page from Buffer? Da hervorgehoben, das weiß ich jetzt gerade nicht. Hier haben wir Normalized Columns. Ah, okay, ich wollte nur zeigen, dass ich jetzt das, was zu GetPage from Buffer, der Funktionseinheit, die wir beim letzten Mal behandelt haben, dass ich das runtergeschoben habe in so einen Folder. Dann ist es ein bisschen versteckt. Das wollte ich hier hervorheben und Format Page hat hier Normalized Columns dazu gekriegt und Normalized Columns ist, besteht hier aus zwei Methoden nochmal. Achtung, jetzt tue ich in dieser Funktionseinheit, ne, die so als Klasse diesem Kuller entspricht im Diagramm, in der tue ich fast dasselbe, aber mit anderen Mitteln. Ich nehme hier nochmal zwei Funktionen, findMaxColumnWidths und padColumnValues, die nehme ich und stelle sie auch hintereinander in einem ganz kleinen Flow, der aber nach Methoden übersetzt wird. Das ist eine Alternative, die ich Ihnen aber heute nicht detailliert zeigen will. Hier unten sind diese beiden Methoden. Den kann man auch hier drin noch gut folgen. Ich muss also einem Programmierer erstmal nur zeigen, guck, die ganze Funktionalität von Normalize Columns besteht zunächst einmal aus Find Max Colwidths. Da kommen diese Colwidths raus, die Breiten, da gehen die Records rein und die Breiten und hinterher kommen Normalize Records raus. Zack. Sagt er, okay, habe ich erstmal verstanden. Willst du jetzt wissen, wie das geht? Dann kann er hier reinzoomen. Das ist Single Level of Abstraction, angewandtes Prinzip, SLA, dass ich hier keine Fallunterscheidung drin habe. Wichtig, keine Schleifen, keine Fallunterscheidung. Auch das ist runtergedrückt in diese Blätter. Gut, nächster Punkt. Oder, jetzt erstmal einen Moment innehalten, kurz einatmen.
Erleichtert ausatmen. Wir haben das, was auf Ihrem Zettel steht, erledigt. Nach 6 solchen Iterationen, ganz kleinen, dünnen Slices, sind wir fertig. Der Kunde hat alles, was er wollte. Und nickt und sagt, super, 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 außer, dass ich jetzt schon wieder neue Wünsche habe. Und das ist die zweite große Iteration. Jetzt sehen wir plötzlich, er hat uns ein zweites Blatt fertig gemacht. Sein Product Owner hat unermüdlich gearbeitet in der Zwischenzeit und hat schon wieder neue Ideen gehabt. Und jetzt möchte er das haben. Aha, jetzt soll ich den CSV wieder aufbohren. Ich möchte, each data record should be preceded by record number. Ich soll also hier, vor jedem Datensatz soll ich eine Nummer anzeigen. Ich soll folgend, show which page is displayed, ich soll hier unten sagen, welche Seite von wie vielen angezeigt wird. Und let the viewer jump to a page, ich soll auch noch ein neues Kommando einbauen, dass er zu einer Seite gezielt hinspringen kann. Ja, ist der nie vorbei? Nein, ist nicht. Das ist Softwareentwicklung. Ist immer irgendwas, kommt immer was dazu. Und wir müssen aber gar nicht innehalten. Wir gehen nach unserer Methode weiter vor und ich ziehe jetzt ein bisschen an. Wir machen unser freundliches Modell. Aha, wir stellen fest, bei der ersten Anforderung, die wir realisieren, wir wollen diese Indexnummern davor haben, hängen wir hier zwischen Prepend Line Index, weil diese ganzen Zeilen, die aus der Datei rauskommen, lassen wir hier durchlaufen und die kriegen einfach nur eine Spalte davor geklatscht. Wir verändern sozusagen die Daten. Wir nehmen sie nicht eins zu eins in den Buffer, sondern verändern sie mit einer Spaltennummer davor. Das ist das Allereinfachste. Es geht hier nur um Anzeige. Hey, gut, super, Problem gelöst. Da ist der Code dafür, müssen wir gar nicht lange draufstehen. Wir gehen zum Feature Slice 7. Zack, was soll jetzt gemacht werden? Aha, let the user jump to a page. Da, das hier wollen wir realisieren. Also ein weiteres Kommando, wenn ich J drücke, dann fragt er, zu welcher Seite möchtest du springen, dann sage ich Seite 3, Ding Dong, dann wird Seite 3 angezeigt. Was müssen wir dafür tun? Wir gucken wieder in unserem Modell. Aha, wir müssen am UI etwas ändern, natürlich, wir müssen danach fragen, welche Seite angesprungen werden soll. Das ist die kleinste Änderung. Und dann müssen wir hier getPageFromBuffer, dann müssen wir etwas tun, dann müssen wir nämlich plötzlich mal die Seitennummer reinleiten. Aber wohin? Wer macht damit etwas? Oh, wir zoomen in unser Modell rein und wissen, es gibt einen Ort, an dem der Index der ersten Seite ja kalkuliert wird. Das ist auch der Ort, der diese Page-Number entgegennehmen soll und dann wird der etwas berechnet. Vielleicht wird es für den sogar einfacher, als dass wir First, Last, Next, Previous reinreichen. Sondern wir sagen einfach Seite 13. Und dann rechnet er aus, aha, bei der Seitenlänge so und so viel, ich habe 1000 Sätze, dann haben wir, ja, das ist die Seite 13. Da kommt wieder so ein Index heraus. Also die Übergabe hier ändert sich nichts. Gut, weiter geht's. Das ist unser Code dazu. Müssen wir nicht großartig reinzoomen, insbesondere weil die Projektion nicht so richtig brillant hier ist für die kleinere Schrift. Weiter geht's. Ich möchte für Sie das vor allen Dingen dieses Gefühl des immer wieder gleichen Vorgehens auf die Anforderungen schauen, feinen Schnitt machen, eine feine Scheibe abschneiden, Modell angucken, im Modell die Änderung letztendlich anbringen und dann das Modell implementieren. Diese Reihenfolge, die möchte ich in Ihr Gefühl reinkriegen, dass Sie das mitnehmen. Das war ja langweilig, es war immer wieder dasselbe, stimmt. Softwareentwicklung ist insofern langweilig. Das Schöne ist aber, dass wir dieses hier im Team machen. Anforderungsanalyse, wir gucken genau dahin, was wollen wir machen, was verstehen wir, was getan werden soll. Und Modellierung, dass wir diesen Kästchen hin und her schubsen, das ist ein Team-Effort. Das ist toll, da sitzen wir alle zusammen, trinken Schaltkohle und essen Pizza. Und nur die doofe Implementierung am Ende. Nur die, die machen wir so einsam. Aber das ist auch kurz. Und dann kommt schon wieder der Review. Da sitzen wir alle beieinander und sprechen darüber, was wir implementiert haben. Viel Team. Ist draußen kaum bekannt, da gibt es immer noch dieses Hacker-Bild, aber Hacker ist tot. Show which pages displayed out of how many. Da, jetzt wollen wir anzeigen, wie viele Seiten wir haben und auf welcher Seite wir stehen. Wir fragen uns, wo im Modell müssen wir dafür Änderungen anbringen? Klar, wir müssen Format Page irgendwie ändern. Da muss das angezeigt werden. Wer bestimmt jetzt aber, woher diese Seitennummer kommt oder welche Seite es ist und wie viele Seiten insgesamt da sind? Das muss natürlich hierher kommen. Da weiß einer das. Da weiß einer das, weil der auf diesen Buffer Zugriff hat. Der weiß, wie viele Zeilen in dem Buffer drin stehen. Der weiß, wie lang die Seiten sind. Das kann da einer berechnen. Aber wer, aber wer, aber wer? Wir müssen an beiden etwas ändern. Das ist derjenige, der es berechnet. Der schiebt nicht nur den Index der ersten Zeile der nächsten Seite raus und die Seitenlänge, sondern auch noch so ein Page-Info-Objekt, eine Page-Info-Struktur, in der nämlich genau das drinsteht. Achtung, das ist die erste Seite von 5000. Und dieses Page-Info-Ding, weil es hier Daten sind, die da fließen, fließt hier mit durch
und kommt auch in der Struktur Page of Lines hier hinten mit raus wieder. Da sind nicht nur die Zeilen drin wie bisher, sondern da drin ist auch nochmal das Page-Info-Objekt, weil das muss weitergereicht werden, weil wir erst später diese Information brauchen, nämlich ultimativ eigentlich erst in Format Table. Deswegen gibt es hier auch neue Strukturen, da ändert sich also richtig mal was auf dem Datenfluss. Page of Lines geht rein und hier Page of Records, weil wir da plötzlich ja mit CSV-Daten umgehen und nicht mehr mit Textzeilen, da wird das mit durchgeschleust und endet hier hinten bei Format Table. Und das möchte ich, dass sich das auf der Zunge zergehen lassen. Diese Informationen werden durchgeschleust. Die werden nicht in eine globale Variable eingetragen, damit von dem da vorne irgendwo, damit der da hinten irgendwann mal drauf zugreifen kann. Das ist sozusagen funktionale Programmierung, aber visuell. Ich kann das hier sehen. Ist nicht irgendwie in F-Sharp oder Scala hinnotiert im Text, sondern ich kann es hier sehen und damit im Grunde anfassen. Darüber können wir gemeinsam diskutieren. Dafür ist diese Notation da. Okay, wir drehen uns noch ein bisschen schneller. Zack, das ist der Code. Da habe ich diese Strukturen mal aufgelistet. Page of Lines und Page of Records und Page Info, ja? Number of Pages, Page Number. Das ist dazu gekommen, das ist die wesentliche Änderung. Es hat tatsächlich einen Tick länger gedauert als die anderen Features, das zu implementieren, weil so viele Funktionseinheiten angefasst werden musste, denn deren Interfaces haben sich ja geändert, weil diese Datenstrukturen dazu gekommen ist. Das war ein bisschen lästig, aber am Ende war es sauber. Und jetzt Feature Slice 9. Tada! Der Kunde ist noch nicht befriedigt. Ne? Wir haben ja seine drei neuen Anforderungen abgearbeitet gehabt. Und jetzt kommt er wieder mit so einem Zettel und sagt, hey, mein Product Owner hat sich noch was Neues ausgedacht. Jetzt haben wir noch eine User Story hier. Und jetzt mal genau lesen. Make the CSV Viewer capable of displaying huge CSV files. Das ist der Knaller. Wir sollen jetzt Gigabyte große CSV-Dateien genauso anzeigen. Selbes User-Interface, ich sage einfach, da liegt die CSV-Datei und da sind ungefähr x-tausend Trillionen Sätze drin. Ungelogen gibt's. Man denkt immer, ah, da muss man eine Datenbank nehmen und so weiter. Nein, ich habe einen Kunden, der macht Software, mit der man sowas visualisieren kann und sowas fällt zum Beispiel bei der Polizei in Barasterverhandlungen, gibt es riesengroße Dateien, gigabyteweise und das alles CSV-Zeugs und das visualisieren die. Visuelle Datenkompression und so ein Kram. Ja, und dem kann man nicht sagen, mach das doch alles in SQL-Server rein, dann sagt der, fliegt mir doch alles um die Ohren, das ist auch viel zu langsam. Die leben aus diesen CSV-Dateien und die sind 10-mal größer als der Hauptspeicher. Was tun? Das wollen wir jetzt anzeigen. Was jetzt tun? Das ist richtig Major Change. Da wird quasi alles, also da würde man doch spätestens sagen, oh mein Gott, hättest du mir das nicht am Anfang sagen können? Hätte ich doch alles anders gemacht. Ja, hat aber nicht. Der Geschmack kommt beim Essen. Und das ist die Realität der Softwareentwicklung, dass er uns das eben nicht vorher sagen kann, dass er irgendwann sowas in den Kopf kriegt und sagt, oh, und ich möchte, ich träume davon, ich habe einen Traum, ich möchte riesengroße CSV-Dateien anzeigen. Was machen wir? Für uns ändert sich aber im Grunde nichts. Wir gehen treu an unser Modell ran und fragen, was machen wir hier? Ja, Major Change. Aber tapfer bleiben, Ruhe bewahren, Schreibweise beachten, so schlimm wird es dann auch nicht. Wir gucken erstmal, was erhalten bleibt. Erhalten bleibt Pass Command Line. Da hatten wir ja Manntage rein investiert. Gut, dass das erhalten bleibt. Es bleibt auch erhalten irgendwie das UI, sehr schön. Es bleibt erhalten Format Page, super. Es bleibt erhalten, so ungefähr, Get Page from Buffer, ja, bleibt irgendwie erhalten. Obwohl ich das gerade bezweifle, wenn ich es nochmal angucke. Buffer Lines wird anders und wir sehen hier oben Concurrent List, kommen wir nochmal gleich, Prepend Line Index bleibt auch noch gleich. Ah, okay, Entschuldigung. Jetzt, naja, das passt uns sofort, geschnitten eine Stunde. Noch einen kleinen Schritt zurück, weil es etwas zu schnell. Etwas zu schnell. Diese Änderung, selbst diese eine Änderung hier, nur das hier, kommt ja noch mehr dazu. Diese eine Änderung ist schon zu groß, als dass wir sie mit einem Mal angehen. Da stecken eine Menge Herausforderungen drin. Wir ahnen es. Wir können die Benutzerschnittstelle nicht einfrieren lassen zum Beispiel. Und wenn wir 16 Gig irgendwie verarbeiten, dann können wir die nicht eine halbe Stunde nach Hause schicken, sondern muss sich rasieren. Wir wollen, dass sofort die erste Seite angezeigt wird. Und er kann auch sofort auf die zweite Seite blättern und die dritte Seite blättern, während wir im Hintergrund irgendwas mit den 16.000 Gigabyte machen.
Wir müssen also mindestens irgendwie asynchron werden. Und wir wissen, wir können nicht mehr alle Zeilen in Memory lesen. Wir müssen also irgendwie einen Index darauf bilden. Wir müssen eine Menge Zeugs machen, aber das machen wir nicht alles auf einmal. Das ist zu groß. Und deshalb, selbst diese eine Anforderung hier, so ein Slice, müssen wir noch feiner schneiden. Und ich habe mich entschieden, den ersten feinen Schnitt so zu machen, dass die Verarbeitung as is, so wie sie im Augenblick ist, nur erstmal asynchron wird. Mehr nicht. Wir können jetzt noch keine 16-Gig-Dateien, aber wir können die kleinen Dateien, die wir bisher konnten, können wir asynchron. Das ist der erste Schritt. Das zeige ich hier. Was müssen wir für Asynchronizität tun? Wir müssen irgendwo asynchron werden. Wir müssen irgendwas im Hintergrund machen, und das ist dieses hier. Alles, was rot ist, passiert auf einem eigenen Thread. Und alles, was grün ist, passiert auf einem anderen Thread. Hier oben wird das Programm gestartet mit einem anderen Startknopf sozusagen, Konfiguration. Dieses Config-Dings stößt an einen Asynchronizer, das ist ein Standardbauteil, und das macht alles, was da dran hängt, in einem Hintergrund-Thread. Das heißt, das, was wir bisher getan haben, das, was wir bisher getan haben, das, was wir bisher getan haben, läuft in einem Hintergrund-Thread. Aber wir ändern es nicht. Dieses ändert sich nur insofern, weil wir hier eine andere Listenstruktur drin haben. Wir müssen nämlich eine Concurrent List haben, eine Liste, auf die zwei Threads gemeinsam zugreifen können, denn hier, da ist ja rot und grün parallel, hier an der Stelle brauchen wir auch diese Liste und wir wissen nicht, wie lange der daran arbeitet und wie lange der daran arbeitet. Deswegen müssen wir von beiden Seiten gleichzeitig zugreifen können, deswegen muss ich der da oben ändern, aber nur deshalb. Da passiert sonst nichts und das UI, das ändert sich auch ein Stückchen, weil es auf einem eigenen Thread laufen muss, da muss eine kleine, so eine Message Loop rein. Lassen wir die Details außen vor. Ich habe nur diese eine Änderung vorgenommen, ich habe es nur asynchron gemacht und im Wesentlichen besteht die Änderung darin, dass ich hier drin einen Asynchronizer eingebaut habe. Standardbauteil, Ding-Dong, fertig, aus Applaus, das war's. Mehr muss ich nicht tun und schon ist das Ding asynchron. Und mit dieser Visualisierung sehen wir doch sehr schön, wo die Konflikte auftreten können. Hier, da wo beide Threads nebeneinander existieren, da kann es dazu führen, dass irgendwelche Ressourcen auf die Funktionseinheiten gleichzeitig zugreifen, dass die ein Problem machen. Shared Resources. Den Code gucken wir uns nicht näher an. Nächster Schritt. Jetzt, der nächste Schritt besteht darin, dass wir nicht mehr die Zeilen puffern, sondern Positionen, Indizes auf Zeilen in der Datei. Wir nehmen also an, dass wir statt 100 Byte-Zeilen oder 500 Byte-Zeilen 4 Byte-Indizes, davon sehr viele in Memory halten können, vielleicht für 18.000 Millionen Zeilen, während die 18.000 Millionen Zeilen aber immer noch in der Datei schlummern. Und wir holen uns diese Zeilen nur, wenn wir sie tatsächlich haben wollen. Wir müssen ein bisschen mehr tun. Habe ich hier oben rausgezogen, Pass-Command-Line initialisiert hier so ein paar Funktionseinheiten, aber hier spielt wirklich die Musik. Wir haben den Asynchronizer, Readline Positions from File, heißt es jetzt, nicht mehr Readlines from File. Jetzt werden die Positions gebuffert. Hier ist String durch Long ersetzt worden. Und hier holen wir aus GetPageFromBuffer, da müssen wir natürlich was verändern, holen wir zunächst nur die Positions raus, dann müssen wir mit den Positions auf die konkreten Zeilen aus der Datei zugreifen. Aber der Rest bleibt gleich hier. Gerade Format Page auf, rührt sich nichts. Und auch diese Asynchronizität, diese beiden Threads, das passiert auch weiterhin so. Und hier getCalcIndexOfFirstLine, das bleibt unverändert, da gibt es nur eine andere Ressource hier, aber getPageLinePositionsFromBuffer, das hat sich natürlich verändert, da holen wir keine ganzen Zeilen mehr. Und hier kommt etwas dazu, readPageLineFromFile, jetzt müssen wir mit den Positionen für alle Zeilen, die wir brauchen für eine Seite, müssen wir die konkreten Zeilen aus der Datei lesen. Aber damit haben wir gewonnen, dass wir tada, riesengroße Dateien verwalten können. Die können so groß sein, dass alle die Indizes ihrer Zeilen noch in Speicher passen. Es gibt eine weitere Anforderung, die kommt später, machen wir aber heute nicht mehr, dass auch der Index nicht mehr in Memory passt. Was machen wir denn dann? Wir müssen den auslagern. Ist aber gar nicht schlimm. Was passiert noch? Ja, noch eine Veränderung. Prepend Line Index. Wir können natürlich jetzt nicht mehr alle Zeilen irgendwie durchnummerieren, während wir sie geladen haben. Wir laden sie ja gar nicht mehr, also muss dieser Index an einer anderen Stelle hinzugefügt werden. Okay,
Und damit sind wir durch. Das sind die Stationen, durch die wir gegangen sind. Wir haben 3 Anforderungsblätter bekommen mit insgesamt 9 Slices, die wir da rausgeschnitten haben an schmalen Anforderungen. Und so hat sich unser Modell über die Zeit verändert. Und ich frage Sie, kann man diese Veränderung mit einem anderen Diagramm annähernd so anschaulich darstellen? Nee, geben Sie keine Antwort, ich gebe Sie nein. Das geht nicht. Ich habe das noch nicht gesehen, ich mache das wirklich lange noch. Mit einem Klassendiagramm geht das nicht. Mit einem Sequenzdiagramm, bitte, hören Sie auf, das geht nicht. Ein Sequenzdiagramm verliert sich in Call-Response-Hierarchien ohne Ende, wird man seines Lebens nicht mehr froh. Natürlich mit einem UML-Aktivitätsdiagramm geht das. Wer kannte das? Wer arbeitet mit UML-Aktivitätsdiagramm? Einer, super. Das kennen ganz wenige offensichtlich, 99 von 100 nicht. Das sieht so aus wie UML-Aktivitätsdiagramme, mehr oder weniger. Ja, ich habe alles für UML-Aktivitätsdiagramme, nur leider sind sie so unbekannt. Aber da müssen wir hin. Wenn wir unsere Software beschreiben wollen, sodass sie andere verstehen können, wenn wir Software wirklich gemeinsam entwerfen wollen, dann brauchen wir eine Darstellung, die uns zeigt, wie sie funktioniert. Und das tun diese Aktivitätsdiagramme oder das tun diese Flow-Diagramme, diese Datenflussdiagramme, die ich Ihnen gezeigt habe. Damit können wir gemeinsam über Softwarefunktionalität nachdenken, die irgendwo hin projiziert wird. Und ich habe Ihnen gezeigt, dass diese Diagramme nicht irgendwelche Wolken sind, Bubbles don't crash, sondern ganz konkrete Übersetzungen in Code haben. Klassen mit Methoden und Events. Und ich habe Ihnen gezeigt, dass diese Übersetzungen in Methoden mit Events, in Klassen mit Methoden und Events, dass die diese topologische Abhängigkeit auflöst. Dass wir die Dinger wirklich zusammenstecken können. Das haben diese Plus-Gleich-Zuweisungen gemacht. In den Integrationscode-Teilen. Wo wir an den Parser den Reader gemacht haben. An den Reader den Prepend-Line-Indexer und an den Prepender haben wir den Buffer reingemacht. Das haben wir einfach so zusammengesteckt. Das ist wie Lego. Wir können diese Dinge nehmen, von den unterschiedlichen Abstraktionsebenen hoch und runter schieben, dann was dazwischen setzen, was daneben setzen, aufmachen, was runterschieben. Das ist eine Arbeit mit Software, wo wir wirklich visuell mit der Lösung umgehen können, ohne einen Abstrich machen zu müssen bei der Implementation. Nein, der Implementation wird sogar geholfen. Ich kriege ganz konkrete Anleitungen, wie ich das implementieren muss. Und da kann ich dann tatsächlich alleine sitzen, an einer so einer Funktionseinheit, das runterschreiben, vielleicht noch ein Pair-Programming und dann ist es gut. Habe mich genau darauf fokussiert. Das ist also auch ein ideales Mittel, um die arbeitsteilige Entwicklung an Software voranzutreiben. Ja, und dieser Überblick ist der Schluss für heute. Gehen Sie damit nach Hause. Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen positiv verstört und Sie sagen, wow, ich würde das auch gerne haben wollen. Irgendwie, das geht ja. Ich habe es aber noch nicht so ganz verstanden und das macht auch nichts. Sollen Sie auch nicht mitnehmen heute. Haben Sie nicht den Anspruch, klar, jetzt weiß ich das auch und mache es einfach. Dann gehen Sie nur mit dem Eindruck nach Hause, ich habe schrittweise verfolgt, wie eine Software entsteht. Ich habe jeden Schritt in den Kontext setzen können, zu dem, was vorher war und zu den Anforderungen. Ich habe also auch gelernt, wie ich in ganz feinen Scheiben die Anforderungen nach vorne treiben kann, immer wieder Nutzen auf die Straße bringe. Ohne, dass ich mich irgendwie zu sehr aus dem Fenster gelehnt habe. Ohne, dass ich sagen musste, ich weiß auch nicht, wann ich damit fertig bin. Oh, alles so kompliziert und ich kann es auch schwer nur mit einem besprechen. Ich bin ganz auf mich allein gestellt, ich bin so ein Feature-Developer. Nein, ich kann das im Team tun. Das ist das Ziel. Im Team entwickeln, mit Software, die so ähnlich zusammenzustecken ist wie Lego-Bausteine. Dankeschön. Zeit für Fragen haben. Was sagt der Herr Meusburger? Ja, Hammer? Ja, 2-3 Minuten haben wir noch. Gibt es gar keine Frage. Gibt es eine Frage? Außer wann ist das Buffet eröffnet? Da, super. Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist oder ein Kommentar von mir, wie ich das sehe, jetzt brauche ich auch ein Resilienzsystem für mein Flow Design. Wenn ich das alles nach Indien schicken muss, wenn die Komplexität von meinem Problem ist so groß, dass ich weiß nicht, wie viel Blatt Papier, das ich brauche,
for so ein Flow Design. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit probiert, einfach was sie hier eigentlich probieren, zum uns zu verkaufen, nicht verkaufen, es gibt sie nicht, dass wir was. Aber es gab zum Beispiel Beispiele von der Autoindustrie, aber ich weiß, dass es gibt niemand, sie gehen auch nicht mit ihrem Auto jeder zweite Tag zum Autohändler und sagen, ich brauche jetzt extra Funktionalität in meinem Auto. Bitte stopfen Sie das rein. Das irgendwie, das so wie wir denken momentan, das wäre einzigartig. Ich kann Leute auch, die auf die Mechanical Engineering, die Software Engineering gekommen sind, und die haben genau die gleiche Größe auch probiert, zum hier rein mitbringen. Und, ich verstehe nicht, was Sie sagen. Was ist das Ihr Punkt? Ja, genau das so. Irgendwas ist irreal. Ist irgendwas irreal? Oder ist ja, jetzt ist, wie gesagt, nochmal, ich wollte einfach wissen, was Sie hier uns als Alternative zum momentanen Software Design uns geben. Können wir sagen, wir haben jetzt eine Lösung gefunden und den morgen gibt es nichts mehr? Was gibt es morgen nicht mehr? Keine andere Methodik. Ich weiß nicht, ist das bei der SIA? Das haben wir jetzt alles. Das weiß ich nicht, ob das die Silberkugel ist. Ich kann nur sagen, ich entwickle nicht mehr anders und ich wüsste auch nicht, warum ich noch irgendetwas anderes benutzen soll. Klassendiagramme benutze ich für die Daten. Hier ist eine fundamentale, wieder mal, Separation of Concerns zwischen erstens Domänenlogik, die in diesen Operationen in den Blättern steckt, zweitens dem Zusammenstecken von Domänenlogik und drittens tatsächlich Daten. Das haben Sie vielleicht bisher nicht so gedacht, aber das ist eine sehr konsequente Entwicklung hier. Das, was Sie heute als Objekte kennen, schlichtweg. Wir brauchen die Kombination aus Funktionalität und Daten nicht in dem Sinne, wie wir das die letzten 20 Jahre gemacht haben. Das ist sogar ein Widerspruch gegen fundamentale Prinzipien. Man ist da reingepoltert und hat irgendwie geglaubt, auch noch aus einem halbphilosophischen Ansatz heraus, die Welt besteht aus Objekten. Und deshalb, wir machen das auch in der Programmiersprache so. Das hat nicht funktioniert. Wir stehen heute vor riesen Unwartbarkeitsbergen. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen so ist, keine Ahnung. Ich kann Ihnen sagen, ich sehe dutzende Projekte jedes Jahr in der Beratung und die sind bis da in Problemen. Sie kriegen ihr Zeug nicht gewartet. Und ich frage Sie, woher kommt das? Und die Antwort ist, weil wir mit dem falschen Mittel unsere Software modellieren. Und das ist abhängigkeitsbasierte Objektorientierung. Und genau das Problem der Abhängigkeiten geht das hier an. Hier sind Abhängigkeiten drin, ja, wir kommen ja auch gar nicht los. Logische Abhängigkeiten gibt es immer. Aber wir gehen das fundamentale Problem der Abhängigkeiten an, indem wir sie ganz klar gliedern. Wir haben die erste Abhängigkeit, die wir rausziehen, das ist die der topologischen Abhängigkeit, ist weg. Die gibt es nicht mehr. Es ist immer schön, wenn eine Abhängigkeit ganz wegfällt. Das zweite, wir zähmen die Abhängigkeit beim Zusammenstecken, weil heute ist, Sie haben auch Ebenen in Ihrer Software, jawohl, und seien es nur die üblichen Schichten, Presentation Logic, Business Logic, Data Access, aber die sind voneinander abhängig und Sie haben auf allen Ebenen alles. Das ist hohe Entropie. Alles ist undeutlich, alles ist irgendwie eingewurstelt. Das macht die Unwartbarkeit aus. Das gehen wir an, indem wir klar trennen und sagen, hier ist Zusammenstecken und nichts außer Zusammenstecken, hier findet die Kontrolle statt. Da unten sind Kontrollstrukturen drin, nur noch in den Blättern. Das ist der zweite Punkt. Das dritte ist, dass wir sauber mit Daten umgehen und auch aus Daten, wenn wir Daten immer anreichern, wir haben den Customer, das muss man sich mal, also wirklich das Literaturbeispiel, der Customer, das Customer-Objekt kennen wir alle, das die Methode hat, ist bonide, ist kreditwürdig. Jawohl, da steht in der Literatur drin. Ich würde mich ja freuen, wenn ich meine Bank fragen würde, ob ich kreditwürdig bin. Tun die aber nicht. Aber ein Customer-Objekt, das wird natürlich gefragt, ob es kreditwürdig ist. Was für ein Quatsch ist das? Also diese Entzerrung findet hier auch statt. Wir nehmen aus den Daten raus, was wir rausnehmen können, und packen es in solche Flow-Funktionseinheiten und kriegen es damit visualisiert. Sie fragen, was gebe ich Ihnen? Ich gebe Ihnen eine Visualisierung, die verständlich ist für Ihren Code, der Funktionalität. Ja, aber wie Sie gesagt haben, es gibt auch UML-Visualisierung, es gibt andere Dataflow-Visualisierung, aber es hat, ja. Nicht, es hat nicht das fundamentale Problem in Software nicht gelöst. Was ist denn das fundamentale Problem in Software? Ist einfach eine Software, die läuft. Und den, nein, den also eine Software, die läuft, ist kein fundamentales Problem. Das ist eine Lösung. Das ist eine Lösung. Das ist eine Lösung. Die Software ist immer einfach erweiterbar. Ich frage Sie, was ist das fundamentale Problem mit Ihrer Software heute? Haben Sie eine Idee? Was ist an ihr, was mich am Prozess, machen wir alles mal weg, nur wenn Sie auf den Code gucken. Was ist heute Ihr fundamentales Problem?
Das Problem ist, dass es muss immer erweiterbar sein. Es genau. ist einfach, es muss immer weitergehen. Ja. Wir stehen nicht. Das ist einfach, dass mein Chef hat schon Millionen daran investiert ja. und ich muss einfach nicht alles wegwerfen. Ja. Aber das ist jetzt schade, wenn es bei Ihnen nicht rübergekommen ist, dass das mein zentraler Punkt heute ist, dass ich Ihnen deshalb 9 Iterationen gezeigt habe. Ich bin nicht vorne aufgetreten und habe Ihnen gezeigt, tada, das ist einmal Code, den wir machen, und ich habe Ihnen 9 Iterationen gezeigt, das haben Sie in keinem Vortrag bisher gesehen, wir sind durch 9 reale Anforderungsschritte gegangen, ich habe jedes Mal den Code modifiziert, und zwar in einer Weise, dass hoffentlich alle dem folgen konnten. Und ich frage Sie wieder, haben Sie das schon mal gesehen? Ja, teilweise schon. Wo? In Literatur, in verschiedenen Literaturen. In der Literatur haben Sie gesehen, wie das schrittweise evolviert? Nicht. Nein. Ach, okay, er hat es nicht gesehen. Und das wollte ich Ihnen zeigen. Ich wollte Ihnen zeigen, wie Sie evolvieren, wie Sie... You can reason about the location where the change has to be applied. Das ist der Punkt. Wir können durch diese Notation, ich sage nicht, ich habe sie erfunden, Aktivitätsdiagramme, Datenflussdiagramme sind alt wie die Menschheit. Ich sage nur, ich habe sie rausgepickt, und ich habe sie mit einer Technologie, C-Sharp hier, und mit Delegaten und Events und so weiter verknüpft, sodass es praktikabel wird heute. Das habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie damit eine Notation bekommen, die abgebildet wird 1:1 auf Code. Nicht irgendwelche abstrakten Bubbles, sondern konkreter Code. Wie Sie das hinkriegen und wie Sie aufgrund der Notation darüber nachdenken können, wo sich Änderungen anbringen lassen. Pinpointing, da brauchen wir Sie und da brauchen wir Sie. Darüber können wir gemeinsam nachdenken, weil wir das auf visuellen Projektionen sehen. Dann können wir es anbringen. Ich sage nicht, dass die algorithmische Programmierung dann einfach ist. Das bleibt kompliziert. Also, darum geht es ja auch gar nicht. Sondern es geht um das Bigger Picture. Wie kriegen wir ein Software-Design oder Software-Architektur hin, die evolviert? Und dazu brauchen wir, und jetzt als Abschlusswort, die Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit zwischen diesen Bausteinen. Die Abhängigkeit ist nämlich, Sie wollten nicht wirklich sagen, ja, Unwartbarkeit, wir können es nicht ändern. Ich frage, was ist der Grund dafür, dass wir Software so schlecht ändern können? Das sind Abhängigkeiten. Kann man eine Zwischenfrage dazwischen ja. werfen? Sie haben gesagt, die Änderungen betreffen einen relativ kleinen Raum, beziehungsweise das Problem der Wartbarkeit ist, wenn zu viele Dinge gleichzeitig angefasst werden müssen. Ja. Es gab da einen Schritt, ich weiß nicht mehr genau, wo er war, aber gegen Ende, als diese Seiteninformation dazu gekommen ist. Da mussten Sie eine ganze Reihe von Kästchen anfassen und das reingehen und letztlich haben Sie nicht nur, oder Sie haben von der topologischen Unabhängigkeit gesprochen. Da haben wir dann letztlich noch ein Problem gehabt. Es ist zwar nur eine Methode auf dem Interface, aber wir haben eine ganze Reihe von diesen Kästchen, von diesen Klassenmethoden angreifen müssen. Also das hatte nichts mit der topologischen Abhängigkeit zu tun, die war ja nicht da, sondern es hatte mit den Daten zu tun. Ja, die hat sie durchgezogen durch eine ganze Reihe. Ich mache noch einmal eine kurze Slide von Hand. Wenn wir hier eine Reihe von Funktionseinheiten in so einem Fluss haben, dann sind die unabhängig voneinander. Aber die sind abhängig von etwas. Und zwar sind sie abhängig von dem, was da fließt. So. Und wenn sich da etwas ändert, an diesem, was da fließt, egal wie einfach das ist, ja, dann gibt es natürlich ein Problem. Da können wir alle nichts gegen machen, das ist so. Aber ich behaupte, das wird einfacher, das wird weniger gefährlich, wenn die Dinge, die da fließen, simpel sind. Das ist für mich der Grund, warum wir aus diesen notorischen Objekten so viel wie möglich Funktionalität rauskriegen müssen. Davon sind so viele abhängig. Deswegen müssen sie einfach werden. Ich will nicht gegen ADTs reden. Natürlich, ADTs. Sie können dann einen Stack durchschieben mit vielen Methoden drauf. Das ist wunderbar. Oder eine Queue oder irgend so ein Kram. Ist okay. Aber diese riesen Objektmodelle, ne, der Customer mit all seinen Adressen und Projektinformationen und hast du nicht gesehen, mit riesen vielen Methoden drauf, den durchzuschieben, das bereitet Probleme für alle, die davon abhängig sind. Weil sich da etwas ändert, dann gibt es diesen Ripple-Effekt. Und das müssen wir bewusst verwalten. Das tut selbst, ja, es tut sowas wie Clean Code, wo wir mit Prinzipien romantieren und jonglieren und so weiter. Tut das nicht, weil Prinzipien sind sehr geduldig. Für Prinzipien brauche ich einen, der mich daran erinnert, dass ich sie beachte. Wir brauchen eine Praktik. Eine Praktik, die einfach dafür sorgt, dass bestimmte Prinzipien eingehalten werden. Und diese Praktik sorgt dafür, dass ich meine Funktionseinheiten entkopple, Punkt. Die sorgt dafür, dass meine Daten, weil ich das jeden Tag wieder sehe, da sind die expliziten Abhängigkeiten, dass meine Daten einfach werden und dass ich nicht meine Kontrollstrukturen über den ganzen Code, über die ganze Vertikalität, über alle Schichten hinweg sozusagen mit Kontrollstrukturen bepflastere, sondern die Kontrollstrukturen in den Bäumen.
Da hinten noch. Der hat er schon. Ich würde vorschlagen, dass wir eine allerletzte Frage zulassen. Ja, dann eine allerletzte hin. Nee, wir sprechen gleich. Ich habe eine kurze Frage nur. Als Interface, wo würden Sie Ihre Kunden die Interface definieren, nach Ihrem funktionsähnlichen Diagramm definieren? Welches Kundeninterface? Ja, ich meine zum Beispiel, Sie haben daraus ein DLR, wir haben ein DLR gemacht und wir werden die Kunden, ich meine zum Beispiel ein externes Entwickler, ein Interface bieten, dass sie unser Programm, unser DLR, unsere Bibliothek nutzen kann. Wo würden Sie in Ihrem Funktionschart, das Sie definiert haben, Interface für die Kunden definieren? Also, hier, jetzt muss ich umschalten, Entschuldigung. Hier, das hat ja nicht die Aufgabe, irgendwelche Interfaces zu definieren. Außer hier oben vielleicht, bei 2 sehen Sie diese gestrichelten Kästchen, da habe ich gesagt, dieses Zeug gehört eng zusammen und kommt in eine DLL. Jawohl, diese DLL besteht aus 2 Funktionseinheiten, 2 Klassen und wir können uns jetzt überlegen, für die 2 Funktionseinheiten auch noch eine Zusatz-DLL zu machen, eine Kontrakt-DLL und sagen, da drin sind die Interfaces, explizite Interfaces definiert. Das ist komponentenorientierte Programmierung. Hat nichts mit dem Entwurf hier zu tun, ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen. Komponentenorientierung ist eine Sache der Arbeitsorganisation, dass zum Beispiel da drüben Entwickler parallel daran arbeiten wollen. Es hat nichts mit dem Fluss hier zu tun, mit dem Entwurf von Funktionalität. Aber hier fasse ich Funktionseinheiten zusammen, sage, die fliegen da drüben in so einen Sack rein und dafür gibt es einen separaten Kontrakt und der kann von irgendjemandem implementiert werden oder genutzt werden. Das wird nicht lang dauern. Warum stelle ich diese Frage? Zum Beispiel, weil wir haben im ersten Flow Design 1 die Flow definiert, ja. Dann wir haben von dem zweiten Kasten im Flow Design 2 eine zusätzliche Pfeile, ich meine zusätzliche Parameter, nein, links. Links, zwei, ja, okay. Als zusätzliche Ausgangsparameter definiert. Und wenn wir in diesem zweiten Kasten ein Interface definieren, dann das ist ein Interface-Erweiterung. Die Interface ist anders. Ja, da können wir nichts gegen machen. Wenn sich ein Interface ändert, dann ist das so. Müssen wir es weitergeben, muss irgendeiner implementieren. Wichtig ist jetzt aber, dass diese Funktionseinheit, wie auch alle anderen, nur durch ein Interface beschrieben wird. Für diese Funktionseinheit brauchen wir nicht noch dieses Interface oder dieses oder irgendetwas anderes, weil die unabhängig sind voneinander. Aber wenn sich eine Funktionseinheit ändert in dem, was sie tut, ja, das geht nicht weg. Deswegen sollten wir sie klein halten, damit das nicht so häufig passiert.